Ich freue mich, dass ja doch einige Menschen für Frieden und mehr Demokratie mit uns auf die Straße gehen. Da bedanke ich mich erstmal bei euch, dass ihr alle hier wart. Man unterstellt uns allerdings, wir hätten gar keine politische Aussage. Man fragt sich nämlich, gegen was wir denn auf die Straße gehen. Also ich bin für den Frieden hier. Ich dachte mir, frage ich am besten mal nach. Deswegen frage ich euch, seid ihr auch für den Frieden hier? Das hört sich sehr gut an. Wenn das keine politische Aussage ist, dann weiß ich es auch nicht. Allerdings sollen wohl auch, wobei wenn ich mich umschaue, kann ich das eigentlich ausschließen, Menschen hier sein, die auch für sich in Anspruch nehmen, für den Frieden zu sein, die aber gleichzeitig versuchen, ihre faschistischen, rassistischen oder sonst wie menschenverachtenden Weltanschauungen zu verbreiten. Diesen Menschen rufen wir zu. Diskriminierung ist das Gegenteil von Frieden. Wir werden uns euch in den Weg stellen. In unserer Welt seid ihr die Außenseiter. Und denen, die leider passiv bleiben in Angesicht von offensichtlicher Diskriminierung, rufe ich zu, passt gut auf. Eure Mannschaft könnte als nächstes aufgerufen werden. Gemeinsam für den Frieden, anstatt einsam gegen andere. Das ist unsere Devise, für die wir auf die Straße gehen, nicht nur heute, sondern regelmäßig in Düsseldorf und vielen anderen Städten in Deutschland. Wir haben es nämlich aber auch satt, immer wieder mit dem Aufzeigen von Offensichtlichkeiten wie Kriegstreiberei, Totalüberwachung, Gentechnik, Massentierhaltung, Freihandelsabkommen, Fracking, steigende Armut, real steigende Arbeitslosigkeit, Sozialabbau, Kinderklau, Wahlbetrug, Abhörskandal und so weiter und so weiter, auf die alles entscheidende Tatsache hinzuweisen, dass unsere, ja alle Regierungen, wohl ein fettes Pfund auf die Interessen der Menschen scheißen und uns belügen und betrügen, wo sie nur können. Ich befürchte, wir werden es nicht schaffen, gegen die unendliche Flut von propagierten Argumenten der Alternativlosigkeit anzustinken und die Menschen von diesem falschen Weg abzuhalten, indem wir sie dort wegzerren. Wir könnten es aber schaffen, die Menschen zu uns zu locken und neugierig zu machen, damit diese die Erkenntnis gewinnen können, dass es auch anders geht, eben niemals alternativlos ist. Und bereits viele, viele Menschen einen positiven Weg für sich gehen. Einen selbstbestimmten, einen freien. Der Weg ist das Ziel und wir sind auf dem Weg. So viel ist doch wohl sicher. Wir möchten also gar keine ablehnenden Botschaften vermitteln. Das ist uns viel wichtiger zu sagen, was wir wollen und anstreben. Welchen Idealen wir unsere Energie geben, anstatt sie mit der Ablehnung gegen 1001 Symptom eines kranken Systems ziellos zu verschwenden. Wir streben nach Liebe, Frieden, Freiheit, Gleichheit, Gesundheit, Kinderschutz, Naturschutz, Tierschutz, Datenschutz, Fremdenfreundlichkeit, Nachhaltigkeit, Ökologie, Abrüstung, Solidarität, Souveränität. Nur wem wollen wir diese Forderung vortragen, wenn nicht uns selbst? Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Ja, so ganz ohne Gesellschaftskritik können wir natürlich auch nicht aus. Deswegen haben wir die Band eingeladen, die auf keiner ehrlichen Friedensdemonstration fehlen darf. Die Band mit den meisten Mahnwachenkilometern ever. Die Band, deren Texte in meinen Augen die realpolitischen Probleme auf dieser Welt am besten aufzeigen. Aber es ist auch die Band, die mir besonders mit dem ersten Lied, mein persönlicher Wunsch, als erstes Lied, direkt aus der Seele spricht und meinen persönlichen Wünschen und Träumen für unsere Weltgemeinschaft auf den Punkt bringt. Freut euch mit mir auf die Bandbreite mit Plan W! Okay, ja, vielen herzlichen Dank
für diese wunderbare Schmeichelei am Anfang. Ja, wir fühlen uns super. Ja, guck mal, das ist der Gelb, dann ist das einmal hoch, dann passt. So. Ja, und eine positive Vision zu vermitteln, bei all der Scheiße, die hier um uns rum passiert, das sollte doch letzten Endes auch Aufgabe der Musik sein, so ein bisschen Trost zu spenden, ja. So viel Kacke ist um uns rum und deshalb sage ich, genießt das heute hier, ne? Solange es noch nicht dröppelt und selbst wenn, macht euch da nichts draus. Sittet einfach ein bisschen ab, chillt ein bisschen und wir haben eine schöne gemeinsame Zeit hier vor unserer Landesvertretung in Düsseldorf. Plan B. Ja, den brauchen wir. Den müssen wir nur durchsetzen. Nicht wahr, Olaf? So sieht's aus. Wir brauchen Alternativen in diesen miesen Tagen. Wie können wir euch liefern? Ihr braucht uns nur zu fragen. Glaubt nicht den hohlen Phrasen und sagt nicht, dass es nicht geht. Nichts ist alternativlos, es gibt immer einen Plan B. Stell dir vor, in diesem Land gehören dir Grund und Boden. Und willst du nicht drauf wohnen, ja, dann lass dich für Verzicht belohnen. Alle mit gleichen Chancen, alle gleiches Potenzial. Und wenn du mehr zu nutzen weißt, bieten alle dir was an. Jeder hat die freie Wahl, ob er sich an den Boden bindet oder mit Sack und Pack und Kohle am Horizont verschwindet. Stell dir vor, die Kinder kehren zurück ins Paradies, das uns Gott auf Erden schuf, wo alles wächst, gedeiht und sprießt. Wir brauchen Alternativen in diesen miesen Tagen. Wie können wir euch liefern? Ihr braucht uns nur zu fragen. Glaubt nicht den hohlen Phrasen und sagt nicht, dass es nicht geht. Und nichts ist alternativlos, es gibt immer einen Plan B. Stell dir vor, dass die Gier des Menschen den anderen zum Wohl gereicht. Mit einem Geld, das fließt und kreist und nicht für immer bei den Bonzen bleibt. Stell dir vor, da steht ein Teil von jedwedem Geschäft. Eine Spur von Menschlichkeit in der Gesellschaft hinterlässt. Stell dir vor, ein jeder hätte ein Einkommen einfach so. Bedingungslos und somit wäre er seine allergrößte Sorge los. Denn nur aus einem warmen Schoß entspringt das Potenzial, das sonst Gott auf Erden schuf und Visionen einer Zukunft mal. Wir brauchen Alternativen in diesen miesen Tagen. Wie können wir euch liefern? Ihr braucht uns nur zu fragen. Glaubt nicht den hohlen Phrasen und sagt nicht, dass es nicht geht. Nichts ist alternativlos, es gibt immer einen Plan B. Und stellt euch vor, dass jeder Mann seine Meinung sagen kann. Und das zur besten Sendezeit im angesagten Programm. Und stellt ihr vor, der Fokus wandert zurück auf das, was wichtig ist. Und die Presse wäre die Feuerwehr, die die Nebelkerzen löscht. Ja, stell dir vor, geschürte Angst wäre nicht mehr existent. Und dass der Mensch endlich begreift, dass er seine Geschicke lenkt. Stell dir vor, dass jeder Mensch ein Teil deiner Familie ist. Und dass du endlich weinen kannst, weil du angekommen bist. Wir brauchen Alternativen in diesen miesen Tagen. Wie können wir euch liefern? Ihr braucht uns nur zu fragen. Glaubt nicht den hohlen Phrasen und sagt nicht, dass es nicht geht. Nichts ist alternativlos, es gibt immer einen Plan B. Das
gilt es in Erinnerung zu behalten, ja? Es gibt diese Alternativen, die es angeblich nicht gibt, wo Frau Merkel sagt, das ist alternativlos, ja? Die sind überall. Die sind zum Beispiel im Free 21 Magazin. Die sind in der Wirtschaftstheorie von Silvio Gesell. Die sind in alternativen Ansichten, in der Erneuerung, in Reparaturcafés, ja? Und in vielen anderen Dingen. Wir müssen sie suchen, finden und betreiben, um dem den Chaos zu machen, was uns zerstört. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ja, wieder einmal vor dem Landtag und wir werden auch nicht müde werden, das zu wiederholen und auch nicht müde werden, zahlreicher zu werden, denn wenn wir vielleicht auch jetzt ein paar weniger sind, als das noch im letzten Jahr der Fall gewesen ist, so werden doch die Menschen irgendwann kommen und nach Menschen suchen, die eben Alternativen haben, ja. Irgendwann merken die Leute auch, irgendwie gibt es so gar keinen richtigen Unterschied zwischen SPD und CDU, ja. Irgendwie machen die alle das Gleiche und irgendwie sind die alle so komisch lobbygesteuert, ja. Die tun gar nicht mehr das, was man eigentlich tun sollte für die Menschen, sondern die tun das, was interessant ist für multinationale Konzerne, für unsere transatlantischen Freunde aus Übersee. Und genau darum geht es, ja. Wie sieht's denn in diesem Land aus? Wer ist denn gut, wer ist denn böse? Wenn wir mal sehen, da stellen wir mal die 6.000 Toten, den 6.000 Drohnenmorden der Vereinigten Staaten gegenüber und wie unsere Gesellschaft das wahrnimmt, ja. Die 6.000 Toten im World Trade Center, das waren böse arabische Terroristen. Und wer sind denn die 6.000 Menschen, die erschossen worden sind von den amerikanischen Drohnen? Ach, das waren auch Terroristen. Nein, das waren keine Menschen. Die haben ja so Bärte, das sind Araber, das sind so keine richtigen Menschen. Da beginnt doch schon der Rassismus, wo wir sagen, das eine ist legitimer Krieg gegen den Terror und das andere ist Terrorismus. Dabei ist beides Terrorismus. Und das Schlimmste ist, dass der 11. September auch noch ein Terrorismus ist, der ebenfalls von uns selbst begangen worden ist. Wie ihr mit Sicherheit schon alle wisst. Ja? Die Quintessenz aus dieser Sache ist, dass schön hässlich ist und hässlich schön. Schön ist hässlich und hässlich ist schön. Krieg ist Frieden und Frieden ist Krieg. Weil die Hexen Macbeth diese Welt übernehmen. Den neuen Faschismus nennt sie Demokratie. Der böse Geist, der die Mächtigen lähmt. Es ist wieder an der Zeit, auf die Straße zu ziehen. Ist allgegenwärtig doch für niemand zu sehen. Steht auf, seid laut mit dem Frieden als Ziel. In diesen Tagen sind wir alle Charlie. Wegen des Attentats auf das Satire-Magazin. Meine erste Frage, ob das wirklich Islamisten waren oder doch wie allzu oft die Taten von Geheimdienstlern. Doch diese Fragen stellen sie nicht, selbst wenn noch kein Gesicht unter den Masken sichtbar war. Sicher ist, es war ein Islamist. Wie praktisch, dass man sie auch gleich darauf vor Ort erschießt. Und das wohl wissentlich, diese Leichen leugnen nichts. Ach, es ist ein Witz und wie bei 9-11 fliegen diesmal keine Pässe, nein, sie lassen sie im Auto liegen. Wir glauben diese Lügen. Um zu übertünchen, hat wir der Westen tausendfach Muslime in ihren Ländern lynchen. Ich wünschte, dieses Grauen in Paris wäre nie geschehen. Und jeder redliche Muslim wird das genauso sehen. Wenn sie sich jetzt erheben für die Freiheit und das Recht, gilt das dann nur für euch und für die anderen nicht. Schön ist hässlich und hässlich ist schön. Krieg ist Frieden und Frieden ist Krieg. Weil die Hexen Macbeth diese Welt übernehmen. Den neuen Faschismus nennt sie Demokratie. Der böse Geist, der die Mächtigen lähmt. Der Zeit, auf die Straße zu ziehen. Ist allgegenwärtig doch für niemand zu sehen. Steht auf, seid laut mit dem Frieden als Ziel. Du findest meine Worte hart, dann horch mal in dich rein. Was in der letzten Zeit brachte dich denn noch zum Wein? Hast du damals nur eine Träne vergossen, als sie am Gazastrand die Kinder erschossen? Hast du geweint, als die Menschen verbrannten, in Odessa gehetzt von den faschistischen Banden? Wo Blackwaters Mann mit Svoboda paktieren. Was, weil sie gegen Putin sind, dir leider kein interessiert. Bist du nur dann irritiert, kommst direkt aus unserer Lügenpresse? Ach ja, das darf man ja nicht sagen, hätte ich fast vergessen. Weshalb gibt's von der Antifa keine Beschwerden, wenn im ZDF die Schergen der SS zu Helden werden? Wer beschwert sich in Frankreich, wenn man mit zweierlei Maß misst und dort Kabarettisten für einen Witz verhaftet? Fakt ist, dass der französische Faschistenstaat uns in nichts nachsteht, geeint durchs Brüsseler Diktat. Schön ist hässlich und hässlich ist schön. Krieg ist Frieden und Frieden ist Krieg. Weil die Hexen Macbeth diese Welt übernehmen. Den neuen Faschismus nennt sie Demokratie. Der böse Geist, der die Mächtigen lähmt. Es ist wieder an der Zeit, auf die Straße zu ziehen. Ist allgegenwärtig doch für niemand zu sehen. Steht auf, seid laut mit dem Frieden als Ziel.
zuvor stehen in Dresden Tausende auf der Straße, die meinen, dass Islam für uns akute Gefahr wäre. Nada. Und ich sage, ich teile nicht ihre Meinung, doch die Menschen von Pegida sind nicht unsere Feinde. Ihr müsst es einsehen, dass man niemand bekehrt, indem man ihn beschimpft und seine Demo blockiert. Von denen sind viele verwirrt, aber kapiert, die Agenda ist, uns aufeinander zu hetzen, dass sich nie was verändert. Es funktioniert, und das, obwohl es so alt ist. Kontrovers berichtet wird nur über das, was uns spaltet. Lass uns veraltetes Lagerdenken beenden, die verblendeten Menschen helfen, Dinge zu erkennen. Denn die Gefahr, die geht nicht aus vom Islam, nicht von Urgesa und Pegida, von den Multinationalen, von den Konzernen, Oligarchen und Banken, die sich in die Fäuste lachen, während wir hier unten zanken. Schön ist hässlich und hässlich ist schön. Krieg ist Frieden, Frieden ist Krieg. Weil die Hexen dank das diese Welt übernehmen. Den neuen Faschismus nennt sie Demokratie. Der böse Geist, der die Mächtigen lähmt. Es ist wieder an der Zeit, auf die Straße zu ziehen. Ist allgegenwärtig, doch für niemand zu sehen. Seid laut und den Frieden als Ziel. Schön ist hässlich und hässlich ist schön. Krieg ist Frieden und Frieden ist Krieg. Weil die Hexen Macbeth diese Welt übernehmen. Den neuen Faschismus nennen sie Demokratie. Der böse Geist, der die Mächtigen lehrt. Es ist wieder an der Zeit, auf die Straße zu ziehen. Ist allgegenwärtig, doch für niemanden zu sehen. Steht auf, seid laut mit dem Frieden als Ziel. Bleibt sitzen und seid laut mit dem Frieden als Ziel. Ja, es ist immer für mich immer echt schwierig, ja, zu sehen, dass die Leute nicht ein wirkliches Interesse dran haben, was zu verändern. Ja, ich fühle mich immer so zurückversetzt. Haben wir noch den Hall drauf oder ist der schon runter? Okay, so zurückversetzt in eine Zeit, wo man mich immer gemahnt hat, ich solle dieser Zeit gedenken, der Nazizeit in Deutschland. Ja, und man darf ja in Deutschland nichts vergleichen. Nein, man darf nichts gleichsetzen, aber Vergleiche anstellen darf man ja wohl. Kann ja auch was total Unterschiedliches bei einem Vergleich rauskommen. Ne? Wenn man 1 und 4 miteinander vergleicht beispielsweise, stellt man fest, die sind nicht identisch. Aber es gibt zum Beispiel Ähnlichkeiten. Ne? Und so eine Ähnlichkeit ist, dass es damals keinen interessiert hat, was diese rauchenden Schlote über diesen Konzentrationslagern, also das wusste man ja alles angeblich gar nicht, ne? Dieser abgesperrte Bereich, wo dann immer dieser Rauch rauskam. Das hat keinen interessiert. Wir haben davon nichts gewusst. Und den gleichen Scheiß haben wir jetzt wieder. Ja? Wir haben Nazis in der Ukraine, aber wir haben davon ja nichts gewusst. Ne? Auch wenn in den Tagesthemen das sogar gezeigt wird, dass das Polizeibataillon der ukrainischen Junta, die vom Westen unterstützt wird, dass die so SS-Ruhen, ja, und Nazi-Ruhen an ihren Helmen haben. Ne? Trotzdem, wir ignorieren das. Wir sehen das so abends bei den Tagesthemen und denken, oh, wird schon seine Richtigkeit haben. Der Putin ist der Böse, der Vitali Klitschko, den kenne ich, der ist gut. Der ist ein Guter. Und der ist auf der Seite der Guten. Also muss dieser Typ mit den SS-Ruhen am Helm auch einer von den Guten sein, weil da steht der Vitali Klitschko mit dem Frank-Walter Steinmeier ja daneben. Das heißt, wir denken wieder nicht. Der gleiche Scheiß wie damals. Ja? Und dann stellt sich so eine sogenannte Antifa hin, ich meine, die echte Antifa sehe ich gar nicht mehr, nennen wir sie Antifanten oder nennen wir sie Antideutsche, und fängt an, unsere Demo zu blockieren, ja? Also ich meine, die Leute, also wenn die nicht direkt in die Hölle kommen, wenn es den lieben Gott gibt, dann weiß ich auch nicht. Aber das ist ja das Gegenteil von einer Antifa, ja? Und ja, das können die Polizisten wahrscheinlich auch bestätigen, ja? So ein Blödsinn, ja? Vielen Dank übrigens, dass ihr aufpasst, sowohl auf uns als auch auf die Politiker hier. Vielen Dank, dass ihr da seid, ja? Aber sich die Polizei als Feind auszusuchen, ist absolut bescheuert, ja? Das sind Bürger wie du und ich, die werden auch noch viel zu schlecht bezahlt für ihren Job. Und wir sollten uns da solidarisch miteinander erklären. Wir sollten sehen, was uns gegenseitig belastet. Und auch die Antifa belastet der gleiche Scheiß wie uns. Und trotzdem stehen die gegen uns. Warum sollten wir uns jetzt gegen die Polizisten stellen? Und so blöde Fuck-Cops-T-Shirts anziehen. Ich kann das nicht verstehen, das geht in meinen Kopf nicht rein. Da sind die Franzosen ja ausnahmsweise mal ein Vorbild, auch wenn die gerne mal Kabarettisten verhaften, wenn man sagt, ich fühle mich wie Charlie Coulibaly, ja, der Dieudonné beispielsweise hat das gesagt, dann wird er direkt eingeknastet wegen Verherrlichung des Terrorismus. Auf der anderen Seite muss natürlich Charlie Hebdo jegliche anti-islamische Karikaturen publizieren dürfen. Also wir messen mit zweierlei Maß. Wir sehen also quasi direkt diese Ungerechtigkeit. Wir sehen die Diskriminierung. Wir sehen, dass wir uns eine neue Feindgruppe generieren, sowohl Russen als auch Muslime sind als Feinde auserkoren. Ja? Und dabei ist das kompletter Blödsinn. Nehmen wir das Beispiel der Muslime. Die sind ja alle so bärtig und haben schiefe Augen und dann gucken die so böse. Wenn man so einen, wie gesagt, mit einer Drohne erwischt, dann ist das nicht ganz so schlimm. Ja? Und jetzt, Gott sei Dank, haben wir aber festgestellt, in arabischen Ländern, da gibt es auch ein paar Gute. Ja? Und zwar die, die Facebook und Twitter benutzen.
und die die ganzen bösen alten Oligarchen weggeegelt haben. Also beispielsweise den Gaddafi losgeworden sind in Libyen und den bösen Assad. Ja? Wir suchen immer nach dem bösen Mann. Ja? Der Böse war dann Gaddafi, das war mal Osama Bin Laden, dann war das mal Saddam Hussein. Komisch. Komisch, dass wir, der Westen und unsere Freunde, die Vereinigten Staaten von Amerika, alle diese Bösen unterstützt haben. Die waren alle irgendwann mal da und haben denen ein bisschen Giftgas geschenkt, Saddam Hussein, haben den Waffen geliefert, Osama Bin Laden. Und das ist so komisch, ja? Diese Bösen, ja, die waren alle vorher mal gut. Wie kommt das nur? Die wechseln immer so schnell, ne? Von gut zu böse, oder? Oder kann es sein, dass unsere Freunde in Wirklichkeit die Bösen sind? Gute Frage. Insbesondere, wenn man sich den arabischen Frühling betrachtet, merkt man auch, dass da schön hässlich und hässlich schön ist. Der nächste Song heißt Kein Frühling und ist auf unserer neuen Platte erschienen, die da heißt Schmetterling im Glas. Und es geht um eben jenes. Was ist denn da passiert 2011? Vom Maghreb bis zum Persischen Golf. Es sei der Gemüsehändler Bur Sisi, der das Ende besiegelte vom Präsident Ben Ali, der die Menge aufwiegelte und der Demokratie nach seiner Selbsttötung endlich ihre Flügel verlieh. Krüger schrieb unsere Presse diese Lüge wie üblich, doch der Abgang von Ali war längst in trockenen Tüchern Strategie, Tunesien als Zentrale zu führen, für die CIA als Basis des arabischen Frühlings. Doch einen Frühling hat es niemals gegeben, 400.000 Menschen ließen dort ihr Leben, auch wenn die Medien euch was anderes erzählen, 7 Millionen Mann, die schrieben sie ins Elend. Es war ein Frühling für die Waffenindustrien, die in diesem Jahr nur allzu gut verdienten. Es war der Untergang für Libyen und für Syrien und ein Plädoyer für NATO, USA und Türken. Dieser Flächenbrand war von langer Hand geplant. Amerika sei Dank, Deutsche Bank und Allianz. Denn du ahnst, dass die Nahrung damals nur so teuer war, weil Spekulanten von den Banken diese noch befeuert haben. Dann kam die Facebook-Revolution auf den Plan. Per Blaupause aus den USA ließ es nach Gene Shah. Von der Diktatur zur Demokratie war der Leitfaden, nachdem die Intrige verlief. Krüger schrieb unsere Parabel auf. Belgrad aus und dann ging's weiter mit Otpo in die Welt hinaus, mit Geld aus USA des Boden zu kippen und die Platte zu putzen für neue Marionetten. War im besten Interesse des Westens, an die Plätze der alten Herrscher neue zu setzen. Ziel war letztlich, dass weiter Öl durch Suez fließt, Israel Amnestie genießt und China keinen Einfluss kriegt. Einen Frühling hat es niemals gegeben, 400.000 Menschen ließen dort ihr Leben, auch wenn die Medien euch was anderes erzählen, 7 Millionen Mann, die trieben sie ins Elend. Es war ein Frühling für die Waffenindustrien, die in diesem Jahr nur allzu gut verdienten. Es war der Untergang für Libyen und für Syrien und ein Plädoyer für NATO, USA und Türken. Gaddafi wird in einem halben Jahr sein Volk bombardieren. Sieht die NATO, als sie in ihre Glaskugel stiert, zu trainieren. Die dänischen Verbände für Libyen, viel zu früh in der Toskana für die Angriffe drüben. Komisch, Verbot von Flügen beschließt dann die UN und ist der Staatsschutz des Westens, Libyen zu überrennen. Weil denn die Resolution leider nur für die Luft gilt, werden am Boden die Salafisten gepusht. Denn mit ihrem Schmutzgeld schmieren sie den IS, weil der Feind meines Feindes gut für Drecksarbeit ist. So verschifft die CIA erbeutete Waffen von Gaddafi nach Syrien, um Assad zu bestrafen. Trägt Kollateralschaden nach Aleppo und Homs, wo dann Senator McCain die ISIS-Häuser zerbombt. Ihr steht beklommen bei dem, was passiert im Irak, wenn sie in Kobane Kurden schlachten, dank doch den USA und Erdogan, der aus der Türkei die Salafisten wandern lässt. Sein Kurdenproblem regelt nun jemand anderes. Und nebenan gibt es jetzt billiges Öl, was diese Bande von Fanatikern aus Syrien stiehlt, ja. Einen Frühling hat es niemals gegeben, 400.000 Menschen ließen dort ihr Leben, auch wenn die Medien euch was anderes erzählen, 7 Millionen Mann, die trieben sie ins Elend. Es war ein Frühling für die Waffenindustrien, die in diesem Jahr nur allzu gut verdienten. Es war der Untergang für Libyen und für Syrien und ein Plädoyer für NATO, USA und Türken. Er sagt, wie hältst du es mit der Demokratie? Unser Weltpolizist ist ein Heuchlergenie. Wie war das in Ägypten, wo man Druck aufs Militär macht, weil Wahlgewinner Morsi den Staaten nicht so sehr passt? Er hat dann gleich gesprochen mit Iran und China. Und das vergiftet das proatlantische Klima. Und wie man den legitimen Sieger bedroht, man verurteilt ihn und seine Freunde einfach zum Tod. Doch in den Schweinestaaten Katar und Bahrain sind wir uns einig, mischen wir uns nicht ein. Obwohl bahrainische Demokraten jeden Tag Demo starten, Frauen ganz vorne am Start sind, sagen wir besser gar nicht. Zwangsarbeiter in Katar ackern für Fußballstadien. Beckenbauers Kommentar: Ich sorge da keine Sklaven. Weiter schlafen, niemand hat was gesehen. Solange Despoten das tun, was der Westen ersehnt. Seid ihr blöd? Habt ihr es noch nicht begriffen, ja? Die Agenda ist es, Chaos zu stiften. Wir sind am Start, als die lachenden Dritten und die Araber schachmatt und zerstritten.
Einen Frühling hat es niemals gegeben. 400.000 Menschen ließen dort ihr Leben. Auch wenn die Medien euch was anderes erzählen, 7 Millionen Mann, die trieben sie ins Elend. Es war ein Frühling für die Waffenindustrien, die in diesem Jahr nur allzu gut verdienten. Es war der Untergang für Libyen und für Syrien und der Plaisir für NATO, USA und Türken. Einen Frühling hat es niemals gegeben, 400.000 Menschen ließen dort ihr Leben. Auch wenn die Medien euch was anderes erzählen, 7 Millionen Mann, die trieben sie ins Elend. Es war ein Frühling für die Waffenindustrien, die in diesem Jahr nur allzu gut verdienten. Es war der Untergang für Libyen und für Syrien und ein Plaisir für NATO, USA und Türken. Danke für eure geschätzte Aufmerksamkeit. Ja, so werden wir eigentlich dauerhaft für blöd verkauft, ja. Also, die Araber, das sind die Bösen, ja. Und das umgekehrt ist der Fall. Wir haben die da gelüncht. Warum? Weil wir weiter da sitzen wollen, weil wir neue, bestechliche Despoten brauchen, ja. So wie in Al-Sisi in Ägypten zum Beispiel. Ah, dieser Morsi, das war ein böser Islamist. Also, Al-Sisi ist genau so ein Drecksack, ja. Einer der Militärs, die übrigens geholfen haben, Ägypten überhaupt zu befreien von Mubarak, das war der Herr Tantawi, ja, und der Herr Tantawi hat einen Bruder, ja, und wenn wir uns die Frage stellen, wie der Typ mit Vornamen heißt, da fragen wir uns auch, warum die westlichen Medien sich darüber eigentlich keine Gedanken machen, wer dieser Herr Tantawi, der diese ägyptische Revolution angestoßen hat, wer der überhaupt ist. Also sein Bruder heißt Hitler mit Vorname, Hitler Tantawi. Das ist der, dem wir zu verdanken haben, dass die arabische Revolution in Ägypten passiert ist. Ne? Also wenn man sowas rausbekommt und dann das in den Medien publiziert, da würden normalerweise alle vollkommen ausflippen und sagen, also so einer kann doch nicht Auslöser einer friedlichen Revolution sein. Wer so einen Namen hat, der muss doch durchgeknallt sein, ja, von so einem Massenmörder. Nein, das thematisieren wir nicht, weil das sind ja unsere Freunde. Die tun ja alles, was im Interesse des Westens ist, nicht wahr? Ja, so sieht's aus. Naja, schön ist halt, wie gesagt, hässlich, aber es ist ja nicht nur das, was die Leute nicht mitbekommen und was sie nicht realisieren. Es sind auch viel kleinere Dinge, ja. Ich meine, heute ist der Himmel bewölkt. Ich war jetzt eine Woche in Holland. Ich sehe das immer öfter, dass da so Flugzeuge langfliegen und die haben so endlos lange Kondensstreifen und die gehen nicht weg. Da fliegen auch welche, die haben so kurze Dinger, die gehen sofort weg. Du hast einen strahlend blauen Himmel. Auf einmal ist die ganze Wolken, der ganze Himmel behangen und davon ist keine einzige natürliche Wolke da. Ich habe das beobachtet, den ganzen Tag lang. Ich war am Strand. Stell mir die Frage, was ist das da oben eigentlich? Was soll das? Ja? Also ich weiß nicht, was da oben ist, aber irgendjemand muss das doch auffallen. Das ist doch nicht normal. Okay, heute ist hier bewölkt, das sind echt Wolken, das will ich auch nicht in Zweifel stellen, aber achtet doch mal drauf, achtet auch ihr da mal drauf, vielleicht ist euch das noch nie aufgefallen. Achtet mal an wirklich einem sonnigen Tag, wenn morgens alles blau ist, auf den Himmel und seht mal, wie diese Kondensstreifen stehen bleiben und sich zu irgendwelchen Wolken ausweiten. Oder die Tatsache, ja, dass wir jetzt eine Impfpflicht bekommen sollen. Also das Mittel, was den Titer beim Impfen auslöst, das ist Aluminiumhydroxid, das kommt in der Natur überhaupt nicht vor. Das sollen wir uns angeblich, das ist die Weisheit der Schulmedizin, in die Blutbahn spritzen lassen. Wir haben auch keinen Abwehrmechanismus gegen Aluminium, weil Aluminium kommt in der Natur nur als Bauxit vor, also ist quasi im Schöpfungsplan sozusagen gar nicht vorgesehen, dass es als reines Metall Aluminium überhaupt existiert. Es muss also erstmal gewonnen werden mit einem energetisch aufwendigen Prozess. Und unser Körper hat keinen Abwehrmechanismus dagegen. Und dann sagt man uns, ja, die Impfungen, die müssen mit diesen Aluminiumplättchen sein. Womit wir uns eine Schwermetall- oder eine Leichtmetallvergiftung, aber auf jeden Fall eine toxische Vergiftung zuziehen beim Impfen unserer Kinder. Ich habe meine beiden Kinder nicht geimpft. Sie sind wunderbar gesund. Ich kann alle nur dazu motivieren, das auch zu tun. Das ist nämlich der gröbste Blödsinn, was sogar noch passieren kann, ist diese Lebendimpfung, Masern beispielsweise, da sind die Viren noch real drauf. Das heißt, die Ansteckungsgefahr ist sogar gerade dann besonders groß, wenn Kinder gerade geimpft worden sind. Ja? Die Krankheiten brechen bei denen nicht richtig aus, können nicht richtig verarbeitet werden. Und der Witz ist an der Sache, an der Waldorfschule haben sie mal Geimpfte und Ungeimpfte verglichen. Da ist ja die Nichtimpfung relativ hoch. Und dann festgestellt, es erkranken genauso viele Geimpfte wie Ungeimpfte an Masern. Wunderbar, oder? Wofür brauchen wir den Scheiß dann? Na, aber da will sich keiner mit drum kümmern, weil man erzählt uns ja auf der Konferenz gestern, dass wir es bald schaffen werden, die Masern auszurotten. Ja klar, und danach die Grippe oder was? Das ist doch Blödsinn. Schon mal überlegt, ob das vielleicht einen Sinn hat? Ja, dass Kinderkrankheiten vielleicht einen Sinn haben, ja? Dass sie etwas bewirken, was im Plan dieser Natur eine Bedeutung hat? Nein, Bedeutung gibt es nicht. Es gibt nur das Chaos. Ja? Wenn jemand kommt und sich mit einem Sprengstoffgürtel, ja, ein Palästinenser, irgendwo in Israel in die Luft sprengt, dann ist das die pure Bosheit. Dann hat es nichts damit zu tun, dass vorher an einem Checkpoint seine zwei Kinder erschossen worden sind. Das ist die pure Bosheit.
Aber trotzdem erklärt man uns, es gibt Ursache und Wirkung. Es ist Banane, ja, es ist Banane. Und wenn dann auch noch der Berufsstand, der dafür sorgt, dass wir Menschen als gesunde Menschen die Welt betreten und auch die Mütter, die die Kinder gebären, dass die nicht mehr gesund an Körper und Seele sind, indem man den Berufsstand der weisen Frauen, der Hebammen, einfach ausrottet, indem man ihre Versicherung auf hunderte von Prozent hochzieht, dann muss doch eigentlich jede Mutter aufstehen und sagen, wir müssten den Beruf der Hebammen retten und nicht unbedingt um die Existenz der Hebammen zu retten, sondern um sich selber zu retten und diese Welt zu retten, ja? Und das war mir auch ein Anliegen, gerade weil im Januar mein zweiter Sohn das Licht der Welt erblickt hat und es einfach so wunderschön ist, da diese weisen Frauen zu haben, die einem wirklich richtig gut helfen können. Also wir hatten Beleghebammen, nicht die, die im Krankenhaus dann reinkommen und sagen, hallo, ich bin Schwester Irmgard oder Hebamme Irmgard und jetzt ist aber Schicht, ich muss jetzt weiter. Nein, unsere Hebamme hat uns begleitet und zwar vom Beginn der Schwangerschaft bis darüber hinaus. Und bei unserem zweiten Kind auch, das sind die gleichen Frauen gewesen und wir schätzen die sehr. Und das bringt einem was, das bringt jeder Frau was, aber das soll ja nicht so sein. Ne? Am besten rein, raus, rein, raus, rein, raus, weil dann wird es am übelsten, ja? Dann haben wir nämlich hinterher schön Folgepatienten für die Pharmaindustrie. Und dieser ganze Zusammenhang, warum will den keiner sehen? Wie dem auch sei, meine Solidarität geht an den Berufsstand der Hebammen mit dem nächsten Song, der da heißt Das erste Gesicht. Das erste Gesicht. Sie holt das Leben ans Licht. Ihr wollt, dass man sie vergisst, aber das dulden wir nicht. Sie bleibt das erste Gesicht. Sie war für uns da, als meine Frau zerstört am Boden lag. Geplagt von Übelkeit ab siebter Folge Schwangerschaft. Achselzucken nur vom Arzt, als ihr auch kein Womex half. Im Stich gelassen, ja, und etwa sowieso nicht leicht. Komisch, gleich nachdem wir das Geburtshaus betraten. Damals fühlten wir uns gleich umsorgt und beraten, aber nicht so ein Versuch gelassen. Akupunkturpunkte erfasst und letzten Endes kam die erhoffte Entlastung. Vertrauen fassen kann man nur da, wo es Liebe gibt. Wo Frauen helfen, heilen, Wegbereiterin für das Glück sind. Dem kleinen Menschen helfen anzukommen in der Welt. Bis die Mama das Kleine in ihren Armen hält. Sie ist das erste Gesicht. Oh, oh, oh. Sie holt das Leben ans Licht. Oh, oh, oh. Ihr wollt, dass man sie vergisst. Aber das dulden wir nicht. Sie bleibt das erste Gesicht. Sing mit! Oh, oh, oh. Ich bange um meine Hebamme und verlange, dass ihr sie leben lasst. Ich schulde ihr Dank seit meiner Lebensspanne, weil sie meinem Kind ins Leben half. Oh, oh, oh. Weil sie meinem Kind ins Leben half. Warum reißt man euch die Kleinen aus den Händen? Gesunde Menschen werden schlechte Konsumenten. Ihr könnt's euch denken, denn nur Dauerpatienten führen bei Aktionären dauerhaft zu Dividenden. Was ist denn los, dass die euch ausschalten wollen? Und sie euch zwingen, diesen Aufschlag zu zollen, weil ihr mit Natürlichkeit der Industrie im Wege seid. Die Klinik kassiert für Kaiserschnitte aus Bequemlichkeit. Eure Produkte heißen Zuversicht und Sicherheit. Sanofi und Co. seid ihr damit zur nebenwirkungsfrei. Ja, ihr setzt leider auf die Homöopathie. So wie ich das sehe, kotzt die Pharmaindustrie. Einige von euch schlagen Impfungen aus. Noch ein Grund, warum man euch verunglimpft, genau. Ihr seid die Frauen, die mit Herz und Verstand und tut leider nicht das, was Kommerz hier verlangt. Also müsst ihr weg, aber nicht mit uns. Sie ist das erste Gesicht. Oh, oh, oh. Sie holt das Leben ans Licht. Oh, oh, oh. Ihr wollt, dass man sie vergisst, aber das dulden wir nicht. Sie bleibt das erste Gesicht. Oh, oh, oh. Ich bange um meine Hebamme und verlange, dass ihr sie leben lasst. Ich schulde ihr Dank seit meiner Lebensspanne, weil sie meinem Kind ins Leben half. Oh, oh, oh. Weil sie meinem Kind ins Leben half. Sie bleibt das erste Gesicht. Oh, oh, oh. Sie holt das Leben ans Licht. Oh, oh, oh. Ihr wollt, dass man sie vergisst, aber das dulden wir nicht. Sie bleibt das erste Gesicht. Oh, oh, oh. Für eine natürliche Geburt,
die dann gesunde Menschen in die Welt bringt, die helfen, diese Welt ein Stück besser zu machen. Danke für eure Aufmerksamkeit. Gegen Krieg stehen wir heute hier. Und manche haben es immer noch nicht verstanden. Krieg ist kein Counter-Strike-Spiel. Wenn man einmal drin war, dann weiß man das. Daran wollen wir erinnern. Es ist eben kein Spiel. Ihr seid wieder mal bereit. Wieder mal bereit dafür. Oh yeah. Werdet ihr nochmal gescheit und seid ihr fähig, dieses Leid zu spüren? Hast du in deinem Leben jemals wen von den Toten aufgeweckt? Von den Toten aufgeweckt? Von den Toten aufgeweckt? Dir sitzt die Zunge viel zu locker, du hast den Tod noch nie geschmeckt. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Sag nie wieder Krieg, nie wieder Krieg. Wann wird man je verstehen? Und Chris sagt, nie wieder Krieg, nie wieder Krieg. Wann wird man je verstehen? Nie wieder Krieg, nie wieder Krieg. Ja. Yeah. Rückte zu beseitigen, für mich ist es der Dreck, um Menschenwürde zu beleidigen. Für dich ist Krieg so eine von vielen Entscheidungen. Für mich der Grund für Genozid und für Vertreibungen. Für dich ist Krieg ein Abenteuer für Soldaten, die, wenn sie heimkehren, mutieren zu Psychopathen. Für dich ist Krieg voll fantastischer Technik, die dafür sorgt, dass die Schädeldecke wegfliegt. Für dich ist Krieg nur eine Meldung in den Nachrichten, doch nicht für die, die die Bomben auf ihr Dach richten. Für dich ist Krieg eine wohlfeile Rache, für ihn sitzt ein Sohn in einer Blutlache. Für dich sind das nur grüne Bilder auf CNN, für andere sind die kleine Kinder, die auf Minen rennen. Für dich ist Krieg der Weg zur Demokratie, für mich ist Krieg der Grund, auf eine Demo zu ziehen. So wie heute, hier mit euch vor dem Landtag. Wann wird man je verstehen? 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 Ja, und diese Aldi-Tusse, wie heißt die noch? Ursula von der Leyen. Ja, die schickt jetzt bald wieder die ersten Kinder in den Krieg. Danke, Frau von der Leyen. Und die letzten Zeugen treten nach. Der Schall wird von der Zeit verschluckt. Oh yeah, Mode verdrängt die Empathie. Und es gibt keinen mehr, der weiterkommt. Was dann noch bleibt, das ist ein Traum von einem schlechten Gefühl. Oh yeah, oh, die Erinnerung verblasst. Und Krieg wird wieder Kalkül. Wann wird man je verstehen? Wann wird man je verstehen? Nie wieder Krieg, nie wieder Krieg. Wann wird man je verstehen? Sagt nie wieder Krieg, nie wieder Krieg. Wann wird man je verstehen? Sagt nie wieder Krieg, nie wieder Krieg. Wann wird man je verstehen? Sagt nie wieder Krieg, nie wieder Krieg. Wann wird man je verstehen? Sag nie wieder Krieg, nie wieder Krieg. Wann wird man je verstehen? Sag nie wieder Krieg, nie wieder Krieg. Wann wird man je verstehen? Sag nie wieder Krieg, nie wieder Krieg. Wann wird man je verstehen? Hoffentlich verstehen sie es irgendwann. Nee, so schnell lassen wir uns nicht hier verscheuchen. Wir spielen auch ein paar. Aber ich denke, das war nett gemeint, ne, mit dem Zugaberuf. Ja, wir haben noch 15 Minütchen. Wir fahren dann auch weiter. Wir spielen nämlich heute noch im Hunsrück, auch für den Frieden. Da gibt es eine nette Gruppe von den sogenannten Freidenkern, wo ich übrigens mal Werbung für machen muss. Ich bin auch Mitglied im Deutschen Freidenkerverband. Ja. Und ein cooler Verein. Es sind Marxisten und es ist unglaublich, aber die haben sich mit den Mahnwachen solidarisiert. Also es gibt noch echte Linke in diesem Land und da haben wir uns gesagt, da müssen wir unbedingt hinfahren und heute Abend mal 2-3 Lieder spielen. Als Gäste werden wir dann heute Abend in Castellaun auf der Burg Waldeck sein
und den Klaus Hartmann treffen. Und ich habe gehört, Dieter Dehm soll auch da sein von der Linkspartei. Einer der Politiker, die echt noch richtig Cojones haben, ja, und die sich auch gegen diese antideutschen Strömungen innerhalb der Linkspartei durchsetzen. Und ich finde, das hat auch mal einen Applaus verdient, genauso wie der Olaf hier, der in der SPD für uns kämpft, ja, die Leute, die eben nicht abhauen aus den Parteien, sondern da bleiben. Denn das darf man ja nicht vergessen, die sitzen an den Fleischtöpfen, da fließt Knete rein. Ich habe mal eine Bundestagskandidatur gemacht und da stand da, 2,80 Euro pro Stimme bekommst du. Und als ich dann meine 420 Stimmen gesammelt hatte in Duisburg für die Bundestagskandidatur, haben die gesagt, nee, aber erst wenn du so 25.000 Stimmen hast. Ja, das heißt, man versucht schon von vornherein, die Kleinen gar nicht erst ranzulassen. Es könnte ja sein, dass einer ernsthaft versucht, dann Politiker zu werden, ne? Aus eigenem Antrieb und der nicht lobbyfinanziert ist. Das wäre ja doof, ne? Deshalb ist es gar nicht so klug, da rauszugehen, als die Grünen gesagt haben, komm, wir bomben mit im Kosovo. Da sind in NRW, glaube ich, 25% oder 30% der grünen Mitglieder ausgetreten. Ja, das sind dann nur noch Kriegstreiberinnen. Das dürfen wir noch nicht zulassen. Also nochmal Applaus für den Olaf. Der hat gekämpft für uns jetzt am letzten Wochenende hier, damit TTIP in der SPD nicht durchkommt. Und ich habe da auch ein paar Bekannte da im Landtag sitzen, deshalb will ich auch gar nicht großartig über die Menschen da schimpfen. Oftmals wissen sie es ja nicht besser, ne? Obwohl manchmal darf diese Ausrede nicht zählen. Ne? Na, wie dem auch sei, reden wir über das, was passiert in diesem Land. Was ist eigentlich los hier? Ich seh mich in meinem Land. Mama weiß nicht mehr, wie es weitergeht. Sie hat die Kleine an der Hand. Sie ist verzweifelt und ich kann es sehen. Politiker sprechen von Dekadenz und lassen sich von Lobbyisten schmieren. Sagen, ne Erhöhung wär nicht drin und senken Steuern für die Reichen hier. Sie werfen Banken Kohle in den Schlund. Doch für die Bildung fehlt das Geld. Nimm mir dafür nur einen Grund, wie das geht, wenn doch die Kohle fehlt. Sie sagen, so retten sie das System. Aber das System, das will ich nicht, weil Ungerechtigkeit in dem System schlichtweg recht und billig ist. Ich lauf zur Bits und frage nach, wie viel Geld gibt's auf der Welt? 10-mal mehr, als es Dinge gibt, die man dafür kaufen kann. Liebe Herren, eins ist klar, dass ihr mit diesem bunten Schein anscheinend nicht in der Lage seid, den Reichtum richtig zu verteilen. Was ist los in diesem Land? Oh, was ist los in diesem Land? Oh, was ist los in diesem Land? Oh, was ist los in diesem Land? Alle reden von der NPD, doch Extremisten sitzen längst im Bundestag. Zu Hartz IV und Afghanistan haben sie alle ja gesagt. Wir sind Vasallen der USA und haben auch schon im Irak gekämpft. Unsere Bundis waren da, schossen illegal unter US Command. Und ein Soldat, der dann nach Hause kam, hat mit seiner Frau ein Kind gezeugt. Doch da, wo eigentlich die Augen waren, hatte es nur blinde Haut. Du fragst dich jetzt, was redet der? Ja, unsere NATO verschießt Uran. Lauf durch Kabul, so sehen Babys aus. Überall in Afghanistan. Man zeigt uns nur die Taliban. Nicht unsere Schuld am Leid der Völker dort. Wir Deutsche sind beteiligt wieder mal an einem Völkermord. Warum hört ihr nicht kein Wort davon? In deutschen Medien, weil die gekauft sind von denen, die unseren Politikern die Paychecks bringen. Was ist los in diesem Land? Oh, was ist los in diesem Land? Oh, was ist los in diesem Land? Oh, was ist los in diesem Land? Wir haben sie verhundertfacht, unsere Produktivität. Weshalb es mich verwundert macht, dass nicht jeder hier in Wohlstand lebt. Wir sind an einem Wendepunkt, dem Fehler im System.
Und das ist nicht einmal das erste Mal, das hat es früher schon gegeben. Kapital und Zinseszins sind nicht von Gott gemacht. Und doch werden wir von den Banken und Bonzen hier damit kaputt gemacht. Die Leute, die noch einen gut bezahlten Job haben, können das noch nicht verstehen. Naja, sie haben halt ihr Leben lang nie was anderes gehört und gesehen. Und manch verhurter Volksvertreter ist noch so kackendreist. Freizeitpark, Hängematte, hört nicht auf ihren Scheiß. Das hier geht raus an die Politiker von SPD und CDU, an die Grünen und die FDP. Wann fangt ihr endlich an, was für uns zu tun? Und ihr dürft gerne mitsingen, wenn es heißt: Was ist los in diesem Land? Oh, 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 was ist los in diesem Land? Dankeschön. Ah ja, einen können wir noch, habe ich gerade gehört. Aber wir sind uns total uneinig, was wir noch spielen. Weil wir müssen jetzt wirklich gleich los, sonst kommen wir zu spät zu unserem Soundcheck. Gibt es irgendwelche Präferenzen? Spieglein, Spieglein, habe ich gehört. Die neue RF? Mafia? Mafia, okay, alles klar. Das ist, okay, wer ist für Mafia? Wer ist für die neue RF? Das Monster, okay. Und was war das dritte? Spieglein, Spieglein? Okay, also ich denke, da war eindeutig am meisten für. Ja, wofür? Für die Mafia, meine ich auch. Ey, stopp erstmal. So einfach geht das nicht, ne? Ohne eine minutenlange Ansage von mir geht hier gar nichts. Ich muss noch mal eins loswerden. Ihr habt es ja alle gemerkt, wir werden weniger. Ne? Wir sind so ein bisschen weniger geworden. Warum? Weil da gibt es Leute, mit denen will man nicht so gerne zusammen gesehen sein. Und gerade wenn es dann an die Politiker gibt, die im Bundestag sitzen, die sind dann auch, die müssen immer aufpassen, ne, mit wem die sich sehen lassen und so. Ne? Und das entzürnt uns dann, weil wir sagen, ja, aber der hat doch recht. Also vielleicht da nicht, aber in dem und dem Teil hat er recht. Und dann fetzen wir uns die ganze Zeit. Und ich denke, wir müssen einfach aufhören damit. Ja? Wir müssen vielleicht auch einfach mal getrennt marschieren. Und das hat der Dietrich Becker im letzten Jahr hier gesagt. Da ist er für ausgebucht worden, habe ich gesagt. Ja, mein Gott, manche Leute können sich eben nicht leiden. Wir müssen vielleicht getrennt marschieren, aber am Ende kommen wir an der gleichen Stelle raus. Und dann stehen wir da alle zusammen. Und das ist jetzt nochmal mein Appell. Ich meine, wahrscheinlich richte ich den gerade an die Falschen. Aber wo sind denn hier die Mäzene? Wo sind denn die Gönner? Wo sind denn die mit der Knete? Die müssen doch irgendwo sein. Das kann doch nicht sein, dass wir selber unseren Pavillon mitbringen. Ich habe hier mal da auf einer Bühne vom NGG, Nahrungsgenussmittel, Lehrergewerkschaft, da war hier alles voll, der ganze Platz. Die haben da demonstriert, Erzieher und Lehrer haben demonstriert für bessere Gehälter. Da war die Hölle los hier, ne? Organisiert von den Gewerkschaften. Ja, das können wir nicht, aber wo sind denn die Leute mit der Knete? Ja, das kann doch nicht sein, dass wir immer gucken müssen, hey, wir brauchen ein bisschen Spritgeld, damit wir hier über die Lande kommen und so weiter, dass das alles nicht klappt. Weil irgendwo sind doch die Bonzen und die muss doch daran liegen, dass sich was verändert. Ja? Und dann muss Folgendes passieren, dann muss das hier ein Volksfest werden und dann müssen hier Fressstände gehen, anders halten die nämlich nicht an, die Leute. Weil ihr wisst doch schon alles. Ihr seid doch der harte Kern von dem, was am letzten Mal da war. Mit Ausnahme von zwei Leuten, die mit ihren Kindern durch den Park streifen und sich fragen, was sind das für Bekloppte, die da vorne stehen und was von Frieden erzählen. Ja? Wir müssen das genauso machen, wie das die SPD in ihrem Wahlkampf macht oder wie das RWE machen, wenn irgendwie ein Volksfest ist. Ja? So müssen wir uns hinstellen. Dafür brauchen wir Knete und deshalb sage ich jetzt nochmal, wo sind denn die Mäzene? Wo sind denn die Leute mit dem Geld, die endlich mal noble Ideale nach vorne bringen? Das kann ja nicht sein, dass wir ständig nur von Scheiße beschallt werden, von ARD, ZDF über Sat1 und Pro7 und RTL, dass denn nur Kacke kommt. Ja? Das darf nicht sein. Wir müssen eine Opposition
Mauern bilden. Und das heißt auch, dass die, die die Möglichkeiten dazu haben, nach draußen zu gehen und Leute davon zu überzeugen, dass sich in diesem Land was ändern muss, dass die mal an die Tagesordnung kommen müssen und mal ein bisschen was von ihrer Knete springen lassen, damit man mal was aufbauen kann, was auch den Rest der Schläfer da in dieser ganzen Stadt, wie viele Millionen wohnen hier in Düsseldorf? Die müssen alle hier stehen. Und das ist die Verantwortung, in die ich die Leute rufe, die dazu die Möglichkeit haben, hier auch mal was zu tun. Ja? Vielen Dank an euch, dass ihr da seid. Vielen Dank, dass ihr der harte Kern seid, dass ihr euch nicht abschrecken lasst von dem ganzen Streit. Dass ihr auch zur nächsten Demo geht, auch wenn da einer ist, den ihr nicht leiden könnt. Das finde ich super. Das finde ich klasse von euch. Bleibt dabei. Wir fahren jetzt aufs nächste Konzert und bedanken uns ganz, ganz, ganz herzlich für eure geschätzte Aufmerksamkeit und sagen bis demnächst auf irgendeiner Mahnwache. www.diebandbreite.de. Und wir kämpfen zusammen gegen diese Mafia. Weiterhin, ja? Es gibt in diesem Land einen mächtigen Verein. Ja, und da sitzen sie, die Mächtigen vereint. Politiker ganz oben der vier großen Fraktionen, Großindustrielle und die Medienmogule. Sie treffen sich einmal im Jahr im Berliner Magnushaus und tauschen schamlos Informationen und Pathos aus. Sie sehen sich als die Herren dieses Landes, allzeit bereit und zu allem imstande. Loyalitäten sind hier nicht zu verhandeln, denn sie sind alle transatlantisch verbannt. Ich schlag Alarm, denn hier regiert die Mafia in diesem Land. Regiert die Mafia und das seit Jahren. Regiert die Mafia, die tut transatlantische Mafia. Ich schlag Alarm, denn hier regiert die Mafia in diesem Land. Regiert die Mafia und das seit Jahren. Regiert die Mafia, die tut transatlantische Mafia. Ja, diese Mafia gibt seit geraumer Zeit. Was Atlantik kann zuwider läuft, wird aus dem Weg geräumt. Die Dominanz der US-amerikanischen Banken geriet beinahe 81 durch die Deutsche Bank ins Wanken. Plant der Herrhausen den Einstieg ins Investmentgeschäft mit einem Eigenkapital von über 50%. Wäre das das Ende gewesen der US-Hegemonie, und deshalb galt es Herrhausen schnell aus dem Verkehr zu ziehen. Ja, und wer zudem erwägt, die Drittweltschulden zu erlassen, um Moral im Bankensektor öffentlich zu hinterfragen, dessen Tage sind gezählt. Es fallen Schüsse nach. Nachfolger Hilmar Kopper, Mitglied der Atlantikbrücke. Das gleiche Schicksal traf auch Detlef Carsten Rohwedder. Weil er nicht folgsam war, schlug der Drachenturm wieder zu. Denn drüben in den USA war man scharf auf den Nachlass der DDR. Und da traf es sich ganz gut, dass Atlantikerin Breul den Staatsbesitz der DDR verscheuerte wie toll. So befolgte sie die Order und wickelte sie ab. Zusammen mit JP Morgan, Warburg und Goldman Sachs. Ja, nur verschreckt die Mafia auch nicht zurück vom Mord. Doch dann rufen sie den Mossad an, um für Ruhe zu sorgen. Ich schlag Alarm, denn hier regiert die Mafia in diesem Land. Regiert die Mafia und das seit Jahren. Regiert die Mafia, die tote transatlantische Mafia. Ich schlag Alarm, denn hier regiert die Mafia in diesem Land. Regiert die Mafia und das seit Jahren. Regiert die Mafia, die tote transatlantische Mafia. Vor ein paar Jahren verlor die Mafia schon wieder die Geduld. So geschehen bei dem Ex-Bundespräsidenten Wolf. Man sucht nach Schuld, weil der abtrünnige Bruder offenbar nicht das tut, was eigentlich zu tun war. Kein Wort über Wolf und sein Support für KWS, nein. Man macht ihm wegen eines Hauskredites Stress. Sein Verstoß gegen das Gentechnikgesetz ist nicht der Grund dafür, dass man ihn öffentlich zerfetzt. Stattdessen sollte man wissen, dass Wolf noch ein Gewissen hat. So lehnte er geflissentlich die Euro-Rettungspisse ab. Ist das der Grund, warum er sich verscherzt hat und Siegmann von der Bild ihn in seinem Rechtsstaat angeschwärzt hat? Ja, man mal spekulieren. Doch klar ist kein Gesetz, wird dem Bundestag passieren, wenn er die Unterschrift nicht setzt. Und jetzt geht es um Milliarden, und da frage ich mich doch sehr, hätte er den Rettungsschirm seine Unterschrift verwehrt? Und nun schau, jetzt wird's Joachim Gauck. Wieder ein Mitglied der Atlantikbrücke e.V. Ich schlag Alarm, denn hier regiert die Mafia in diesem Land. Regiert die Mafia und das seit Jahren. Regiert die Mafia, die tote transatlantische Mafia. Ich schlag Alarm, denn hier regiert die Mafia in diesem Land. Regiert die Mafia und das seit Jahren. Regiert die Mafia, die tote transatlantische Mafia. Warum kann man im Land hier die Mafia nicht sehen, weil Staatsanwälte der Generalstaatsanwaltschaft unterstehen und die hebelt alles aus, was Mafiosis hier nicht passt. Und so kommen in diesem Land niemals die Richtigen in den Knast. Keine Klage in den Tagen des Betrugs der CDU. Helmut Kohl und Wolfgang Schäuble immer noch auf freiem Fuß. Bei Fischer und bei Schröder singen sie das gleiche Lied. Keine Strafe wegen Vorbereitung eines Angriffskriegs, weil die vierte Macht im Staat einfach jämmerlich versagt. Unsere Presse gleichgeschaltet ist im Geist der USA. Transatlantische Gremien übernehmen hierzulande. Lassen ihre Puppen tanzen, haben alles unter Wand. Da kommt die Schandtat an sich, springt die Marionette ab.
steht in der Schlange schon der nächste Depp parat. Und deshalb braucht es keine Spionage mehr. Sickles fließen aus den Mäulern dieser USA. Krieg am Wehr mit dem Kopf am tiefsten steckt in diesem Arsch. Wir nennen die Bilderberger dann zum Kanzlerkandidat. Ich schlag Alarm, denn hier regiert die Mafia in diesem Land. Regiert die Mafia und das seit Jahren. Regiert die Mafia, die transatlantische Mafia. Ich schlag Alarm, denn hier regiert die Mafia in diesem Land. Regiert die Mafia und das seit Jahren. Regiert die Mafia, die transatlantische Mafia. Tja, das war die Bandbreite. Vielen Dank für eure Aufmerksamkeit. Wir machen uns auf den Weg. Wir wünschen euch noch viel Spaß hier. Ja, das war die Bandbreite. So, hoppla. Ja, es ist ja immer schwierig, ein bisschen Hoffnung zu machen in dem Sinne, aber ich denke mal, das kommt auch so ein bisschen drüber. Dafür sind wir auch hier, um Hoffnung zu machen, und das ist wie auf jeder guten Party, wenn es hier nicht um wirklich wichtige Dinge ginge, wie um den Frieden, ist es so, ja, die meisten kommen ja tendenziell eher zu spät. Nur der harte Kern, der ist rechtzeitig da, um schon mal die Tanzfläche ein bisschen warm zu machen. Ja, und ja, ich würde sagen, also hier ist der harte Kern, ja, für den Frieden, und wir brauchen uns also auch nicht da desillusionieren zu lassen. Es ist schon so, dass wir eine gewisse Reichweite haben, nur ihr wisst selber, die Leute sind halt träge. Lasst euch nicht ärgern, freut euch an dem, was ihr erreicht. Vor allen Dingen möchten wir auch mal aufzeigen, dass kleinere Aktionen, also im kleineren Kreise, auch entsprechende Wirkung haben. Immer wieder erwähnen wir lobend hier unsere Jungs von Giveback, die dort hinten in der Ecke auch für alle, die was zu trinken vergessen haben, eine kleine Notverzehrung bereitgestellt haben. Gerne auch meine Spenden entgegennehmen. Die sind unterwegs hier in Düsseldorf, mittlerweile in ganz Nordrhein-Westfalen, haben die andere Leute angefixt mit dem guten Tun und kümmern sich um Obdachlose oder andere hilfsbedürftige Menschen oder ja, unterstützen da und machen. Das ist eine ganz gute Sache. So, dann haben wir hier auch eine sehr wichtige Kleinigkeit, kann man mal sagen. Vorne seht ihr das Free21-Zelt, wo also glaubwürdige Informationen auch auf Papier zu bekommen sind, und wir in Düsseldorf sind ja auch immer besonders tolerant, deswegen haben wir ein paar aus Köln eingeladen. Das ist einmal der Lukas und auch aus Köln, die Johanne, die möchte gleich auch noch ein bisschen was sagen zu Aktionen, die sie so macht. Aber ich freue mich erstmal besonders auf den Lukas, der ein bisschen erzählt über seine Aktivitäten. Ich bedanke mich bei dir, Chris, dass ich hier auch sprechen und auch stehen kann. Ja, ich war im letzten Jahr, war ich schon hier. Und habe auch hier an dem Marsch auf den Landtag teilgenommen. Es war eine super Veranstaltung, genauso wie dieses Jahr. Finde ich es ganz wichtig, dass man zusammenfindet und einfach eine Aktion startet. Und ja, der Chris, der ist ja Abonnent bei mir. Und das war der schwierigste Abonnent bisher, glaube ich. Also ich hatte noch nie so viele Probleme. Also mein Postbote ist, glaube ich, seit 8 Wochen im Streik. Ja, keine Ahnung. Also er hat wirklich keine Lust, glaube ich. Also zuerst habe ich ein Paket an ihn verschickt, das kam zurück, hat nicht geklappt. Und seine Bank hat auch irgendwie so eine Rücklassschrift mir zurückgeschickt. Und dauernd gab es ein Hin und Her. Und Gott sei Dank kennen wir uns, sonst hätte die Kommunikation wahrscheinlich so ein bisschen gehadert. Aber ich habe das Paket, was zurückgekommen ist, habe ich mitgebracht. Endlich. Und überreiche es dir, ja? Vielen Dank. Also ich habe zum Glück schon alle Ausgaben auch immer vorher. Ist jetzt die zweite Ausgabe, ne? Ja, genau. Die zweite Ausgabe. Also du hast alles da drin. Da ist alles drin, wunderbar. Das möchte ich auch gleich gerne hier verteilen, wer das noch nicht gelesen in der Hand hat. Der Clou ist ja, das wirst du ja gleich nochmal erzählen. Ja, ich fange gleich bei null an. Ja, okay. Also ich habe zum Glück auch schon die Ausgaben bekommen, immer entsprechend. Die verteilen sich nämlich sehr gut. Ja. Aber ich bin froh, dass ich jetzt noch ein paar habe und auch ein paar mehr, weil es mir so schwer gemacht hast, oder? Die entsprechend wir dann auch hier verteilen. Also wer das noch nicht kennt, entsprechend, da ist immer ein Blick rein wert. So, ja, prima. Vielen Dank, Herr Postbote. Ja, hätten wir so 15 Euro hin und her sparen können. Ja, ja, definitiv. Ja, aber nächstes Jahr. Ja, wissen wir Bescheid. Ich würde gerne einfach mal erzählen, was im letzten Jahr so gewesen ist. Also ich habe auch schon letztes Jahr eine Rede gehalten oder etwas vorgetragen, viel eher. Da bin ich als Kölner Mitorganisator von der Mahnwache in Köln bin ich hier hingekommen und wollte einfach mal euch inspirieren oder die Leute, die den Frieden wichtig ist, inspirieren, mal aktiv zu werden. In Köln hatten wir eine Aktion, ich habe mir immer Gedanken gemacht, wie erreicht man Leute?
Wie erreicht man Polizisten? Wie erreicht man Journalisten? Wie erreicht man den Menschen dahinter und packt ihn und kriegt ihn irgendwie dazu, sich für gewisse Themen zu interessieren oder damit auseinanderzusetzen und in Kommunikation zu treten mit seinen Mitmenschen? Und da hatte ich die Idee, pass auf, du schreibst jetzt mal einen Brief, handschriftlich, und dann scannst du den ein als PDF, bearbeitest das noch ein bisschen, dass diese ganzen Kopierstreifen weg sind und dass nur die Schrift quasi freigestellt wird. Und dann druckst du das aus in tausendfacher Ausfertigung. Und dann haben wir Folgendes in Köln gemacht. Wir haben diesen Brief, den ich handschriftlich geschrieben habe, haben wir dann gedruckt in Briefkuverts eingepackt und dann einfach in die Briefkästen geschmissen. Einfach nur, das ist dann halt keine Werbung oder sowas, das ist ein persönlicher Brief und damit wollten wir die Menschen erreichen. Das war so noch letztes Jahr eine Aktion, die ich mit kreiert habe und innerhalb des letzten Jahres hat sich noch mehr entwickelt. Ja, ich habe mir Gedanken gemacht, wie kriegt man das hin, was könnte man machen? Und irgendwann im November, auch schon ein bisschen davor, kam dann Tommy Hansen bei Ken FM ins Gespräch und der hat ein Projekt vorgestellt oder eine Idee vorgestellt, die er hatte und die hat mich begeistert. Ja, also er war derjenige, der gesagt hat, okay, im Internet gibt es super viele gute Informationen und super seriös recherchiert, die müssen wir den Menschen irgendwie zugänglich machen. Weil durch die Informationsflut im Internet wissen viele nicht Bescheid, was ist wichtig für mich, was ist seriös, wo sind die Quellen und so weiter. Und das hat Tommy Hansen dann letzten Endes den Leuten einfach vereinfacht, indem er diese Artikel rausgesucht hat, die typografisch wunderschön aufgearbeitet hat, damit das auch einen Effekt hat bei Leuten, die nicht ins Internet gehen, sich keine Informationen holen. Und ich habe mir das angeschaut und fand das einfach super, spitzenmäßig. Ja? Das muss ja irgendetwas muss man damit machen. Und habe dann über ein halbes Jahr Arbeit sozusagen das Ganze vorbereitet, dass das auch wirklich in Realität umgesetzt wird. Die Idee ist es nämlich, die Leute, also Abonnenten bei mir erhalten 20 Exemplare sind es mittlerweile. Das heißt, für 15 Euro, die man bezahlt, kriegt man 20 Exemplare. Ich habe für mich bemerkt, viele Leute wissen, die kommen zu Mahnwachen oder kommen zu Demonstrationen und sind aber trotzdem ohnmächtig. Ohnmächtig, weil sie nichts weitermachen können. Sie wissen nicht, wie können sie aktiv werden. Und hiermit hätten sie, das ist meine Meinung, hätten sie eine Option, genau das zu tun, also aktiv zu werden. Man hat 20 Magazine, eins behält man für sich und 19 Stück kann man weiterverteilen. Man kann es seinen Nachbarn geben, man kann es einen Verwandten geben, man kann vielleicht auch an die Uni gehen und es an einen Platz positionieren, wo es dann Leute beim Vorbeigehen dann anschauen und eventuell mitnehmen. Und das ist mir wichtig, dass diese ganzen Sachen, von denen wir sprechen, auch die Bandbreite, nochmal einen dicken Applaus, weil das sind Künstler, die genau diese Themen, eigentlich müssten Bushido oder keine Ahnung, wer ist noch top aktuell momentan, die müssten eigentlich auch diese Themen anreißen, weil damit die Gesellschaft sich damit befasst, damit die meisten Menschen einfach sich mit Themen anfangen zu befassen. Und da finde ich das ganz stark, dass das die Bandbreite macht und einfach diese Themen aufgreift. Und kommen wir nochmal zurück zu Free21. Also ich habe das jetzt umgesetzt. Wir sind jetzt bei der zweiten Ausgabe. Die Abonnenten, da möchte ich nochmal
Also ich bin immer noch total aus dem Häuschen, wie gut das angekommen ist. Also ich habe im Vorfeld nicht damit gerechnet, dass es tatsächlich so gut anläuft, an den Start geht und dass wir diese 20 Exemplare für jeden Abonnenten realisieren können. Aber es hat geklappt und jetzt bekomme ich auch so ein bisschen Feedback auch von den Abonnenten und die nehmen mich alle in den Arm und sagen, ey Lukas, danke, dass du es gemacht hast. Ja, ein Abonnent sagt mir, hör mal, im Gespräch mit meinem Vater, er hat immer die Welt am Sonntag, den Spiegel gelesen. Im Gespräch mit meinem Vater habe ich ihm immer versucht, so eine andere Position, eine andere Sichtweise aufzuzeigen im Dialog. Und da hat der Vater auch immer gesagt so, ja, wo hast du denn die Informationen her? Ja, hier hör mal, im Internet, da können wir das nachlesen. Ach, hör mir auf mit dem Internet. Ist doch alles unseriös. Und dann hat er abgewiegelt, blockiert. So, das heißt, das, was im Gespräch kamen sie nicht weiter. Ja, es kam kein Dialog zustande. Und er hat gesagt so, Lukas, dein Abo, dein Paket kam an. Ich habe mir ein Magazin geschnappt, bin zu meinem Vater rüber, habe ihm das Magazin gegeben, habe gesagt, Papa, lies dir das mal durch. 2 bis 3 Tage später kam der Vater zu seinem Sohn und sagt, Sohn, das ist ja 1000-mal besser als der Spiegel. Und ohne jetzt auf die Äußerung anzugehen, aber das zeigt mir, das, was in der Kommunikation zwischen den beiden, im Dialog, nicht funktioniert hat, hat Free21, hat da irgendwie den Fuß in die Tür reinbekommen. Das heißt, das, was sie nicht geschafft haben über Kommunikation, hat es dieses Printmedium geschafft. Und das, finde ich, ist eine ganz große Aussagekraft. Wie viele von euch, wie viele, die hier sitzen, haben zum Beispiel, haben auch schon mal so eine Schwierigkeit im Dialog mit anderen Menschen, da über Themen zu sprechen. Ich wette, da gibt es viele. Und wo man halt nicht weiterkommt, die blockieren. Und da glaube ich, wären viele so drauf wie der Vater von dem Abonnenten, die wenn man ihnen ein Magazin geben würde, an die Hand geben würde, sie würden es lesen, dann würde man sie eher erreichen. Also das zeigt mir einfach, was für ein Potenzial in diesem Magazin steckt. Und es gibt noch 1000 andere Feedbacks von den Abonnenten, die ich jetzt noch nennen könnte, die sind durchweg positiv. Also mein Kioskbesitzer sagt, ja hör mal Lukas, wann kommt denn das Magazin raus? Weil meine Kollegen, die fragen schon, ja wann kommt die zweite Ausgabe? Also die Leute, die nicht durch Mahnwachen, die nicht durch das Internet oder durch irgendjemanden erreicht werden, werden durch das Magazin erreicht. Und der nächste Schritt wird sein, und da bin ich mir sicher, wenn diejenigen das Magazin lesen, dann gehen sie irgendwann in das Internet. Dann gehen sie irgendwann mal auf die Straße oder kriegen etwas mit und bewegen sich und legen die Unmündigkeit ab und versuchen dann mehr Demokratie oder mehr demokratischen Einfluss zu nehmen. Worum ich euch bitte, kommt gleich vorbei. Ich will alle Magazine loswerden, die ich dabei habe. Nehmt sie mit. Ich will nichts mit nach Hause nehmen, richtig. Nehmt sie mit. Überlegt euch Aktionen. Überlegt euch, wen könnte ich das weiterreichen. Nehmt euch die Dinger mit. Vielleicht werden der eine oder andere wird ein Abonnent. Das würde mich freuen. Es würde mich auch freuen, wenn die Redaktion auch ein bisschen finanzielle Unterstützung bekommt, denn das ist ganz, ganz wichtig, sonst würde das Projekt gar nicht laufen. Aber für den Moment, mir ist es viel wichtiger, dass die Leute, die hier sind,
Die zeigen mir, dass sie aktiv sein möchten. Die zeigen mir, dass es ihnen wichtig ist, einfach hier zu sein, Aktionen durchzuführen. Und deswegen nehmt die Magazine mit. Die sind frei. Wenn ihr Spenden da lassen wollt, ist okay. Muss aber nicht. Nehmt sie mit und überlegt euch was Tolles. Lest da mal rein. Denn genau die Themen, die Bandbreite in ihrer Musik, in ihrer Musik verarbeitet, genau diese Themen findet ihr auch bei Free21 in den Artikeln wieder. Von guten, freien Journalisten. Ja, das war's auch eigentlich schon. Ich hätte jetzt nichts mehr. Lukas, ja, vielen Dank. Wie gesagt, also alle Magazine einsammeln, verteilen. Ne? Reichweite ist die Aufgabe. Und erstmal vielen Dank für deinen Einsatz. Ja. Und ist auf jeden Fall eine ganz übrigens Sache. Nochmal eine andere Sache. 40.000 Magazine sind gedruckt, die zweite Ausgabe. Das ist sensationell. 40.000 potenzielle Leser. Ja. Und nur durch euch, also wenn ihr das Ganze wollt, wir fordern immer freie Presse. Wir machen jetzt einfach freie Presse. Wir machen das jetzt einfach. So muss das laufen. Man soll die Sachen doch umsetzen. Bei Forderungen. Ich kann einen Springer-Chef hier nicht keine Forderung stellen, der zum Beispiel gewisse Interessen einfach verfolgen muss. Ja? Gewisser Druck ausgeübt wird auf ihn. Wir machen das jetzt einfach und hier ist die Möglichkeit. Das wollte ich nur nochmal nennen. Es ist wirklich, da ist Potenzial drin, macht es mit. Und jetzt hervorragend. Ja, jetzt kommt noch Johanne, die ist auch aus Köln und genau, noch eine Kölnerin. Also nochmal, nehmt euch die Magazine mit, überlegt euch vorher, wem man das in die Hand gibt. Das ist nämlich das am besten, nämlich jemandem, den man kennt, das in die Hand geben, sagen, Mensch, liest das doch mal. Was hältst du denn davon? Ist immer ein guter Einstieg, dann fühlen sie sich immer wichtig und wollen eine Meinung abgeben dazu. So soll es ja auch sein. Und dann hat man noch eine Grundlage zu diskutieren. Ja, ja, die liebe Johanne, die möchte auch kurz was berichten. Aktiv war, was auch jetzt in Zukunft kommt, einen kleinen Aufruf dazu machen und bitteschön. Ja, also ich, manche kennen mich, bin ziemlich aktiv auch in verschiedenen Facebook-Gruppen und Blogs und war jetzt für Schall und Rauch Volksreporterin bei den Bilderbergern in Telfs. Die meisten haben von euch haben wohl von den Bilderbergern gehört, mal gucken, vielleicht kommt das irgendwo in... auf irgendeinem Kanal, deswegen erzähle ich kurz, das ist halt einmal im Jahr, ich glaube seit 1954, eine Konferenz von den reichsten und mächtigsten der Welt, die weitgehend heimlich, also seit 5 Jahren schon so weit öffentlich, dass die Teilnehmerlisten bekannt sind und auch die ganz grob die Themen, da geht es um wirklich um Krieg, da ist der NATO-Chef, da sind die Geheimdienstchefs, da sind die Pressechefs, da sind die reichsten Banker, da sind die, war jetzt der Kanzler von Österreich und es war noch nie so ein Polizeiaufwand und alles auf Staatskosten, obwohl es nicht heimlich, aber es wird nichts veröffentlicht, was da besprochen wurde, eben nur ganz, ganz grob und man kriegt auch nichts aus denen raus, wir konnten auch eigentlich keine offiziellen Bilder machen, also überhaupt keine Pressekonferenz. Die Presseleute durften auch ungefähr auf 6 Kilometer nicht ans Hotel ran, außer ein paar, die ein bisschen näher durften, aber das brachte auch nichts. Und wir haben halt mal so beobachtet und auch geguckt, wer da ist, auch an Protestbewegungen. Ich kann sehr empfehlen, mal bei The Guardian zu gucken, Charlie Skelton. Von dem habe ich auch dieses Shirt, also es ist nicht zu verkaufen, da steht, ich war bei den Bilderbürgern 2015, aber alles, was ich gesehen oder bekommen habe, war die lausige neue Weltordnung. Ja, und das neue Weltordnung ist in dem Fall ja ständige Schikanen von der Polizei, von denen angehalten, aufgeschrieben und genervt werden, also keinerlei Auskünfte, die wussten selber natürlich auch nicht so richtig und ein paar waren auch dann privat bei unserer wunderschönen Demo, also ich kann empfehlen, mal bei Schall und Rauch und bei vielen anderen Blogs zu gucken, auch unter Volksreporter, da haben wir viele Infos, haben wir wunderschöne Demo-Mitschnitte und da war richtig super Stimmung, auch mit Killis Moore und Morgan und
Freeman Austria kann ich auch sehr empfehlen. Ja. Ja, Johanne. Und noch, also schöne Grüße von unserem anderen Volksreporter, der muss heute leider noch mehr Videos hochladen, der Kais oder bei Facebook Levanto Manillo unter anderem. Der lässt nochmal fragen und ich auch, wer hat Lust und Zeit mit in diesem Jahr noch Aktionen für die Pressefreiheit, zum Beispiel hier vom WDR, in Köln vom WDR zu machen? Da wollen wir einfach mal sagen, ja, wo bleibt eure freie, offene Berichterstattung? Ja, und wer da Interesse hat, bitte bei mir melden und danke. Ja, danke Johanne. Ja, es wird demnächst vielleicht Aktionen geben vom WDR. Aber Johanne hat gerade was angesprochen, und zwar das Bilderberg-Treffen in Telfs in Österreich. Ich selber war vor Ort, zusammen mit anderen Aktivisten noch. Und ich muss euch sagen, das war eine super geile Atmosphäre. Auch was die Polizei betrifft, klar, die haben einen Auftrag, die müssen dort das Hotel abschotten, das ist alles völlig klar. Aber bei der Demonstration am Samstag, dort hat der Einsatzleiter mir erlaubt, einer, der aus Deutschland kommt, seinen Stand überhaupt nicht angemeldet hat, hat gesagt, okay, ist kein Thema, du kannst deinen Stand da vorne aufstellen, und das war super entspannt. Ich muss sagen, auch die Polizisten vor Ort waren super angenehm. Klar, die haben einen Auftrag, die müssen das machen. Aber was passiert denn jetzt letzten Endes? Mein Stand wurde zahlreich besucht von allen Leuten. Ich glaube, 500 Magazine bin ich losgeworden. Und der Clou ist, die Polizei hat auch Magazine mitbekommen, der Einsatzleiter selber. Und ich bin mir sicher, dass die Polizei, die österreichische Polizei, das lesen wird. Und was passiert dann im nächsten Schritt? Die werden eventuell auf dem Portal die zwei Bilderberg-Artikel nachlesen, die es schon gibt bei Free21. Und dann nochmal reflektieren. Wie haben die es damals gesehen? Wie war der Einsatzbefehl? Wen haben wir da überhaupt geschützt oder wie auch immer? Oder wie hängen die Sachen zusammen? Und ich glaube, das ist der Weg, weil die Polizei war ziemlich aufgeschlossen. Und im Privaten hat der Einsatzleiter selber, kann ich euch auch verraten, er wurde im Privaten gefragt, was er von dieser Veranstaltung hält und was er als Privatperson so wiedergeben würde über diese Veranstaltung. Und er sagt, das ist eine voll sympathische Veranstaltung hier, die ihr hier macht und super wichtig. Und das ist einfach, und das hat er ernst gemeint. Das war jetzt nicht so, ja, ich sag das jetzt einfach mal, dann sind die, das hat er ernst gemeint. Und ich glaube, dass das so langsam aufbröckeln wird, dass die Polizei auch so langsam sich informiert und das alles mitbekommt. Da bin ich ganz sicher. Das nur noch dazu, es war super geil und es war super wichtig, dass die Leute dort in Telfs vor Ort aufmerksam gemacht haben, dass dort eine Konferenz stattfindet. So haben die Telfser auf jeden Fall ein Gesprächsthema, als wir abgereist sind, und werden sich damit beschäftigen. Das ist ganz wichtig. So, vielen Dank, ich Lukas. Ich bin jetzt weg. Ja, jetzt im Mikro. So, also wir wollen jetzt mal ein bisschen draufdrücken, damit wir auch noch ein bisschen zu Musik kommen. Ja, wir wollen ja auch heute hier ein bisschen feiern, dass wir eigentlich auf dem Weg sind zum Frieden. Ich freue mich, der erste und einzige zugelassene Politiker hier in unseren Frieden Mahnwachen rein ist der Olaf Müller, der auch schon bekannt ist, entsprechend der ein paar Worte sagen muss und der netterweise den Hut getragen hat, und auch vielen Dank hier an alle für die Spenden entsprechend, die wir hier gut, der sagst du einfach mal selber. Genau. Olaf. Hallo, hallo, liebe Freunde, was ist los in diesem Land? Der Marcel von der Bandbreite, der reist jetzt seit vielen, vielen Monaten durch Deutschland, tourt und will informieren und will aufwecken. Und ich will euch eins sagen, auch ich gehöre zu den Leuten der ersten Stunde. Und es ist nicht leicht für uns, ob es der Lars ist oder wer auch immer, weil dieses ganze Touren kostet auch Geld. Und auch der Marcel geht ja ganz schön in Vorkasse. Und deswegen bin ich eben mit meinem kleinen Klingelbeutel rumgelaufen
und habe Spenden gesammelt. Und ich kann euch sagen, 140 Euro, 140 Eier für den Marcel. Ich bedanke mich bei euch. Das ist ein Akt der Solidarität. Super, so soll es sein. Marcel, ich bedanke mich bei dir. Ich bedanke mich bei euch. Da möchte ich dann nochmal dran appellieren, ja. Es muss ja irgendwie weitergehen. Ich habe da vorne eine Delle drin, die werde ich meinen Lebtag nicht reparieren, das kann ich mir einfach nicht leisten. Aber das Ding ist, und da fühle ich mich kacke dabei, dass ich das Geld von Leuten nehme, wo ich denke, ey, eigentlich müsste ich denen was geben, ja. Deshalb appelliere ich nochmal an die, die die Knete haben, investiert die gefälligst mal in die Friedensbewegung, dass hier eine fette Bühne mit einer richtig fetten Anlage steht, mit einer Mobilisierung, mit Flyern über alle möglichen Kanäle. Da draußen müssen doch Leute sein, die das gleiche Anliegen haben wie wir. Das kann doch nicht sein, dass die Armen von den Armen nehmen müssen, ja. Das muss sich ändern. Und haut mal eure reichen Bonzenfreunde an, die Villen am Stadtbezirk von Düsseldorf und in Kaiserswerth oder sonst wo haben. Die haben eine Verantwortung für diese Gesellschaft, gerade diese Leute, um unsere Bewegung groß zu machen. Ich danke euch ganz herzlich für die Spende. Vielen Dank. Ganz ehrlich, du kommst Donnerstag hier vorbei, gucke ich mir an die Dille. Ja, liebe Freunde. Eine Sache, die auch gut ist, wo man gar nicht unbedingt spenden muss, beim nächsten Mal, wenn ihr wieder auf eins dieser tollen Konzerte und Veranstaltungen seid, guckt mal, dass ihr so eine schöne CD von den Interpreten hier nimmt. Und das, damit unterstützt ihr wirklich eine gute Sache, dass ihr die T-Shirts kauft. Denn das eine ist, wenn es nur da liegt, das andere ist, wenn es gekauft ist. Das ist wichtig, denn diese Leute können nur ihren Job machen, wenn sie auch leben können. Und die leben tatsächlich von der Musik. Also ich bitte euch, gebt's weiter, macht so weiter. Das ist der richtige Weg. Ich danke euch. Ja, wir stehen hier am Landtag in Nordrhein-Westfalen und hier gab es mal einen Ministerpräsidenten, den Johannes Rau. Und der Johannes Rau hat gesagt, versöhnen statt spalten. Und wir hatten der wurde dann später Bundespräsident. Und wir hatten einen anderen Bundespräsidenten, den Richard von Weizsäcker, den wir alle sehr schätzen. Und er sagte, lasst euch nicht aufhetzen, weder gegen Russen noch Amerikaner, gegen Linke und Rechte, seid vernünftig. Und heute haben wir einen Bundespräsidenten, der hetzt gegen Russland. Das brauchen wir nicht, liebe Freunde. Wisst ihr, das, was wichtig ist, dass wir verstehen, dass sich hier einiges getan hat in diesem Land. Und das macht der Marcel ja auch so deutlich. Und wir müssen einfach logisch denken. Ihr habt es mitgekriegt, ich bin in der SPD. Und einer unserer drei großen Gründer war der Wilhelm Liebknecht. Und der Wilhelm Liebknecht war ein Lehrer. Und er hat gesagt, Wissen ist Macht. Und er wollte, dass die kleinen Kinder mit 8 Jahren nicht mehr ins Bergwerk gehen müssen, sondern in die Schule gehen können, um schlau zu sein. Doch das hilft nur etwas, wenn wir auch die Konsequenzen ziehen aus dem, was wir gelernt haben. Und das ist eben auch wichtig, wenn wir begreifen, dass Faschismus eine schlimme Sache ist. Aber wenn wir das nur sehen im historischen Bezug zu früher, aber dann gar nicht aufwachen und kapieren, was eben in der Ukraine abläuft, dann haben wir nichts aus der Geschichte gelernt. Wir müssen aufstehen. Darum geht's. Ich brauche was zu trinken. Liebe Freunde, es gibt einiges, mit dem ich nicht zufrieden bin. Und eine Sache, mit der ich gar nicht zufrieden bin, ist die Diskussion um die Freihandelsabkommen, die Diskussion um die Vorratsdatenspeicherung, die Diskussion um Fracking, das, was in der Ukraine so abläuft. Und da sage ich euch eins, und Marcel hat auch das schon angesprochen, wir werden ja weniger in dieser Friedensbewegung, das stellen wir ja fest. Aber nicht, weil die Themen schlecht sind, sondern weil sie es geschafft haben, den Streitpilz reinzutreiben.
Das ist schlimm. Wir müssen begreifen, dass wir aber nicht alleine sind. Alle Umfragen zeigen, dass die breite Mehrheit der Bevölkerung auf unserer Seite ist. Die wollen nicht bespitzelt werden. Die wollen kein Fracking. Die wollen kein TTIP. Glaubt uns das. Wir haben die breite Mehrheit hinter uns. Liebe Freunde, heute ist der große Parteikonvent der SPD. Und ich sage euch eins, ihr werdet leider auch über die Medien hier nicht richtig informiert. Ihr werdet nicht richtig informiert. Das heißt, was ich erlebt habe in dieser Friedensbewegung ist, dass über die Friedensbewegung viel Scheiße erzählt wird. Und da ist mir gar nicht aufgefallen, dass die Medien auch über die Parteien teilweise dummes Zeug erzählen. Es gibt einen einstimmigen Beschluss der sozialistischen Fraktion im Europäischen Parlament, dass man Schiedsgerichte nicht haben will. Es gibt klare Beschlüsse, dass wir nicht zulassen werden, dass Umweltstandards, dass soziale Standards, dass viele Sachen wie Wasserprivatisierung, dass wir das nicht zulassen wollen. Und die Fraktionen von Linke, Grüne und Sozialdemokraten oder Sozialisten haben im Europäischen Parlament eine Mehrheit. Und darüber schreiben die Zeitungen nicht. Die wollen eine Stimmung erzeugen. Und wir dürfen uns da nicht unterkriegen lassen. Wir müssen klar machen, die Menschen wollen das nicht und wir sind die Mehrheit und das wird nicht kommen. Ihr werdet es sehen. Geht weiter auf die Straße. Darum geht's. Tut mir leid, dass die Stimme so weg ist. Das ist ja eine Katastrophe heute. Also, ich sage euch eins. Auf diesem Konvent gibt es 16 Landesverbände und 11 Landesverbände haben klar gemacht, jawohl, das brauche ich jetzt, haben klar gemacht, dass sie die Vorratsdatenspeicherung nicht haben wollen. Sollten die heute die Vorratsdatenspeicherung durchsetzen, trete ich sofort von all meinen Ämtern zurück, denn dann will ich nicht mehr in dieser Partei aktiv sein, das sage ich euch. Es kann nicht sein, dass wir einen Riesenhype haben, dass wir in den Medien darüber diskutieren, wie schlimm das Abhören und das Ablauschen der Amerikaner hier ist. Und dann hören wir jetzt, dass der Bundesnachrichtendienst die Informationen, die er hat, gleich an Amerika weitergibt. Und dann hören wir selber die Leute ab und geben alles weiter. Was ein Irrsinn! Die Vorratsdatenspeicherung ist scheiße! Wir brauchen das nicht! Der jetzige Generalsekretär der NATO war früher Regierungschef in Norwegen. Ich weiß nicht, ob ihr das wisst. Das ist ein Sozialdemokrat. Und er hat was Tolles gesagt. Und das müsst ihr jedem sagen, der für die Vorratsdatenspeicherung ist. Als in Norwegen dieser rechtsradikale Spinner die jungen Menschen umgebracht hat. Macht's gut, ihr Lieben. Kommt gut heim. Als er diese jungen Menschen umgebracht hat in Norwegen. Und da haben viele gesagt, jetzt müssen wir die ganzen Gesetze verschärfen. Wir brauchen mehr Überwachung. Und da hat dieser Regierungschef gesagt, ein Angriff auf die Freiheit
müssen wir beantworten mit mehr Freiheit und nicht mit weniger. Das ist der richtige Schritt, liebe Freunde. Und da weist jeden drauf hin. Seit dem ersten Tag war die Polizei bei uns auf unseren Demonstrationen. Und sie haben uns geschützt, auch gegen diese verrückten Antideutschen. Ich möchte noch mal sagen, Dankeschön, liebe Polizei, dass ihr für uns da seid und dass ihr uns Friedensbewegung hier schützt. Ich möchte euch eins sagen. Jeden Tag schreibe ich auf Facebook mit Leuten und ich versuche nahezu missionarisch zu erklären, wie man mehr werden kann. Da gibt es einen, da gehe ich auf dem seine Seite und da schreibt er: Ihr seid alles Idioten. Von euch kapiert überhaupt keiner, was da draußen abgeht, und beschimpft die. Und da schreibe ich ihn an und da sage ich, lass uns mal telefonieren. Und da sage ich, überleg doch mal, wenn du Menschen beschimpfst, nur weil sie das nicht verstehen, weil sie nicht so weit sind wie du, glaubst du, die kommen morgen zur Mahnwache und unterstützen uns? Das ist der falsche Weg. Freunde, wir müssen in Gespräche mit Frieden im Herzen kommen. Und die müssen spüren, dass wir Frieden wollen. Und dann kommen die. Das ist der richtige Weg, Freunde. Macht weiter so. Ihr seid der harte Kern. Und begreift, wir sind die Mehrheit in Deutschland. Wir lassen uns nicht einkriegen. Wir sind für Frieden. Und Frieden setzt sich durch. Ich danke euch, Freunde. Schön, dass ihr das macht. Und vor allem Dank an die Organisatoren. Super Sache. Vielen Dank, Olaf. Ja, jemand mit auch viel Frieden und Liebe im Herzen ist der Pascal, der auch nochmal eben kurz was sagen möchte. Er hat es vorhin schon mal angekündigt. So, und danach machen wir mit ein bisschen Beat im Herzen und Musik dann auch weiter. Wir haben es versprochen. Wäre schön, wenn er auch alle schon mal einfach ein bisschen näher ranrückt und so und vielleicht schon mal die müden Knochen ein bisschen ausschüttelt. Denn wir wollen gleich auch wieder alle ein bisschen wach kriegen hier. Da werden nämlich Sebi und Sven hier den ersten Auftakt machen. Und jetzt freue ich mich erstmal auf den Pascal. Ja, hallo zusammen. Ich werde noch kurz ein, zwei Sachen sagen, bevor es dann mit Musik weitergeht. Aber als allererstes würde ich mal gerne um einen kräftigen Applaus bitten für den Chris. Danke für alles, was du in den letzten Jahren Mahnwach organisiert hast. Danke für heute. Vielen, vielen Dank dafür. Ja, hallo, hallo liebe Demonstranten, liebe Friedensaktivisten, besorgte Bürger, liebe Passanten und liebe Polizei. Wir stehen hier für Frieden, für Freiheit, für Nächstenliebe und für eine gerechtere Welt. Aber wo fängt das alles an? Wie können wir unser Handeln dahingehend beeinflussen, orientiert an diesen Prinzipien zu agieren? Es ist ganz einfach. Wir reden oft über Kriegskonflikte, über das Leid in Afrika, in Palästina oder in der Ukraine. All das zu thematisieren ist verdammt wichtig und sollte keineswegs vernachlässigt werden. Natürlich sollten wir diesbezüglich ein Bewusstsein in die Köpfe der Menschen rufen, unsere Politiker auffordern, für eine friedlichere und gerechtere Welt einzustehen und weiterhin genau dafür aktiv auf die Straße gehen, um eben diese Missstände anzusprechen und bestenfalls zu verändern. Doch genauso wichtig ist es, zu verstehen, dass wir in unseren alltäglichen Handeln ebenfalls mit Situationen konfrontiert werden, in denen wir uns entscheiden müssen, ob wir friedlich, fair und gerecht agieren oder ignorant, oftmals bequemer und unser Gewissen und unsere Moral ignorieren. Wir können diejenigen dort oben nicht auffordern, Werte für eine gerechtere Welt zu repräsentieren, wenn wir nicht selbst in der Lage sind, den Frieden zu verkörpern, ihn nach außen zu tragen und uns mit den Menschen, die unter den miesen Auswirkungen des Kapitalismus leiden, solidarisieren. Ich habe es schon einmal gesagt, jedes Individuum formt das Resultat der Gesamtheit. Die Kriege dort oben finden statt mit unglaublicher militärischer, technischer Ausrüstung in ganz großem Stil. Doch Kriege finden auch statt in unserem täglichen Konkurrenzkampf und in unserem ständigen Drang, unsere Bedürfnisse den Bedürfnissen anderer überzuordnen.
Wir sollten gemeinsam erkennen, dass wir miteinander viel mehr erreichen können als in gegenseitiger Konkurrenz. Und in diesem Sinne möchten wir euch alle herzlichst einladen zu unserem Giveback Sommerfest. Das Sommerfest findet unter dem Motto Solidarität mit jedem obdachlosen und unterdrückten Menschen statt. Am Samstag, den 1.8., nur ein paar Meter weiter an dem Platz, wo auch die Friedenswerkstatt stand. Einige von euch, wahrscheinlich die meisten von euch, haben schon von unseren Giveback-Projekten gehört. Wir gehen seit über einem Jahr auf die Straße, um obdachlose Menschen und Kriegsflüchtlinge zu unterstützen. An diesem Tag möchten wir über unsere Erfahrungen berichten, vorherrschende Missstände ansprechen und Bereiche der Friedenspolitik thematisieren. Es wird eine Kleidungsausgabe geben, kostenloses Essen und ein Kinderprogramm. Ein Tag, an dem Menschen jeder Nationalität, jeder Religion und jeder gesellschaftlichen Schicht zusammenkommen. Ein Tag mit einem vielseitigen und bunten Musik- und Redeprogramm. Peter Amshaya wird vor Ort sein, Rainer Braun, Tommy Hansen, Bermuda, René Rebell, Seth Zakatur und viele, viele weitere tolle Redner und Musiker. Give Back steht für Frieden, für Freiheit, Gerechtigkeit, Fremdenfreundlichkeit, mehr Humanität, eine Politik im Interesse der Bürger und vor allem für Solidarität mit jedem obdachlosen und unterdrückten Menschen. Gleichzeitig distanzieren wir uns deutlich von jeglicher Form des Rassismus, des Antisemitismus und von rechtsradikalem Gedankengut. Bei uns steht der Mensch im Vordergrund, egal welcher Nationalität, welcher Hautfarbe, Sexualorientierung oder Religion. Wir würden uns riesig freuen, jeden Einzelnen von euch vor Ort zu sehen. Es ist ein wirklich großes Projekt, das schon sehr lange in Planung ist. Wir haben auch eben schon Flyer verteilt. Das sind die gelben Flyer. Falls ihr noch keinen habt, könnt ihr euch gerne dort vorne bei meinen Kollegen am Stand einen abholen. Dort verteilen wir auch noch Rhabarberschorle kostenlos gegen kleine Spenden. Das Geld, was eingenommen wird, wird gespendet an unseren Freund, der gerade 2700 Kilometer bis nach Spanien läuft, um das Geld, was er dann einnimmt, an krebskranke Kinder zu spenden. Eine Organisation, die dafür sorgt, dass die Kinder, die an Krebs erkrankt sind, noch einmal ihren Wunsch erfüllt bekommen. Und in diesem Sinne freuen wir uns auf den 1.8. und euch vor Ort zu sehen, um mit euch gemeinsam einen Tag des Friedens zu zelebrieren. Vielen, vielen Dank und bleibt Friedrich. Viel Spaß weiterhin. Vielen, vielen Dank, sage ich an dich und deine Jungs. Ihr macht wirklich eine super Sache und wir freuen uns auch, das Sommerfest dort uns zu unterstützen mit Rat und Tat. Ja, und jetzt würde ich sagen, wollen wir mal ein Beat? Wollt ihr ein Beat? Beat! Wir freuen uns hier auf Sebi und Sven, die uns hier ein bisschen einheizen. Kommt ruhig ein bisschen näher, müsst ein bisschen die Knochen schütteln und uns ein bisschen warm tanzen. Das ist ja noch ein bisschen frisch. Leider hat das mit der Bestellung nicht so ganz geklappt. Ihr seht da hinten, da kommen Cumuluswolken, glaube ich, wenn man die heute noch so nennen kann. Ja, ich singe jetzt nicht, ich tanze nur. Oder soll ich was singen? Nein!
So, meine erste Rede heute. Ich hoffe, ihr seid gnädig mit mir. Ja. Also ich komme aus Düsseldorf und bin schon länger bei der Mahnwache dabei. Stehe da eigentlich immer relativ passiv rum, höre mir das an. Und mit den meisten Punkten kann ich was anfangen, ja, stimme ich überein. Warum stehe ich heute hier? Also ich stehe eigentlich nicht hier wegen euch, ja, weil ihr seid eigentlich schon ja, bewusst oder euch ist einiges bekannt. Ich stehe eigentlich auch ein bisschen hier wegen den anderen Leuten, die hier vorbeilaufen, gucken, was machen die hier. Ja, und ja, das möchte ich jetzt bekannt geben. Also, deswegen möchte ich euch mit den Worten Friede sei mit euch, Assalamu alaikum, Shalom und Peace be with you begrüßen. Ich werde heute die Rede hier halten unter dem Motto, es kann nicht sein. Ja? Die folgenden Worte sind meine persönliche Meinung und wenn irgendjemand an sich angegriffen fühlt, können wir danach gern drüber diskutieren. Ich stehe heute hier, weil wenn Unrecht zu Recht wird, wird Widerstand zur Pflicht. Ja? Es kann nicht sein, ja, dass wir zum Beispiel dem Edward Snowden kein Asyl gewähren. Ja? Wer von uns hätte so einen Mut gehabt, ja, sich gegen seinen Arbeitgeber aufzulehnen, gegen ein ganzes Land? Ja? Es kann nicht sein, dass Whistleblower ja, seit Jahren in Botschaften festsitzen, auf der Flucht oder in Gefängnissen für ihren Mut und ihre ethischen Werte einsitzen. Ja, das sind für mich die wahren Helden im Moment der heutigen Zeit. Ja. Ich werde auf jeden Fall später meinen Kindern von diesen Leuten erzählen, ja, weil die vertreten noch irgendwelche Werte. Ja. Also deswegen Grüße an Julian Assange, Bradley in Klammern Chelsea Manning und Edward Snowden und alle anderen Whistleblower. Ihr habt das Richtige getan, zweifelt nicht an eurer Entscheidung. Ja. Es kann nicht sein, dass ein Präsident wie Herr Obama immer noch den Friedensnobelpreis hat. Ja? Für was für eine Friedensleistung im Moment. Ja? Ich hatte damals so viel Hoffnung und so viel Erwartung, als erster schwarzer Präsident gewählt wurde. Und ja, im Moment bin ich eigentlich nur enttäuscht. Ja? So, es kann immer sein, dass die Politiker heutzutage keine Vision mehr haben. Ja? Ja, wo sind die Politiker, die noch Visionen für Deutschland haben? Ja? Wie sehen sie Deutschland in 40, 50 Jahren? Ja, die im Moment nur ihre eigene ja, Wahlperiode und danach, den Rest interessiert sie nicht mehr. Ja, es kann nicht sein, ja, dass sich hier die G7-Leute treffen, ja, irgendwie ein Haufen Geld ausgegeben wird für ihre Sicherheit, ja, und gleichzeitig ertrinken irgendwelche Flüchtlinge am Meer. Ja. So, für mich, persönliche Meinung, ja, CDU, ja, Christlich-Demokratische Union, ja, wo sind noch eure christlichen Werte? So, es kann nicht sein, ihr nennt euch SPD, Soziale Partei Deutschlands, wo sind eure sozialen Werte? Ja, vorhin, ich war wirklich überrascht, ich kenne diesen Herr von vorhin nicht, ich muss echt sagen, toll, ja, dass er hier war. Ja, ich weiß nicht, ob er jetzt im Landtag ist oder was er für eine Funktion hat im Gemeinderat, aber er war unter uns. Das finde ich cool. Ja. Ja, es kann nicht sein, dass ihr euch noch die Grünen nennt. Ja. Wo sind eure ehemaligen pazifistischen Werte? Ja. Es kann nicht sein, dass wir uns einreden lassen, dass Russland unser Feind ist. Ja, wer ist uns näher im Moment? Ja, was würde eine Eskalation bedeuten für uns? Ja, wir haben hier... Ja, wir als Deutsche haben auch in Russland ja, große Ungerechtigkeiten begangen. Ja, und wir müssten eigentlich mindestens eine neutrale Rolle hier einnehmen. Und eigentlich vermitteln. Ja. Dialog ist die einzige Möglichkeit, sehe ich hier. Ja, es bringt nichts. Ja, es kann nicht sein, dass wir nicht erfahren, wer auf dieser NSA-Selektorenliste steht. Ja. Ich weiß, dass diese Liste wird nie veröffentlicht werden. Ja, diese Liste, ihr werdet die nicht zu sehen bekommen. Warum? Ja, weil wenn diese Liste veröffentlicht wird, ja, das wäre kein kleines Erwachen, das wäre ein riesen Erdbeben. Ja, ich will mal die Leute sehen, die dann wissen, dass sie auf dieser Selektorenliste standen. Ja, da geht's ab hier. Ja, es kann nicht sein, dass wir
in Guantanamo seit Jahren Menschen eingesperrt sind, ja, ohne fairen Prozess. Ja, die sitzen da, ja, ohne, keine Ahnung, ja. Es kann nicht sein, dass im Land, ja, dass ein Land irgendwelche Geheimgefängnisse weltweit hat. Ja, wo leben wir? Ja? Es kann nicht sein, dass Folter von einer Gesellschaft geduldet und genehmigt wird. Wo ist dann der Unterschied zwischen diesem Land und den Terroristen? Ja, und hier sage ich nochmal ganz deutlich, Leute, ja, wenn Unrecht zu Recht wird, ja, dann wird Widerstand zur Pflicht. Und deswegen stehe ich auch hier. Dann verstehe ich nicht, ja, wie kann es sein, dass eine Familienministerin, ja, oder Familienminister, egal, dann zum Verteidigungsminister wird, ja, oder Verteidigungsministerin. Ja. Was sagt das über diesen Politiker aus? Ja, das sagt aus, dass der überhaupt keine ethischen Werte mehr hat. Ja. Also erst Familienminister, ja, und dann hier Bundeswehr, bla bla bla, ja, mach mal. Ja. Ja, erst erziehen wir unsere Kinder liebevoll, ja, und dann schicken wir sie in den Krieg, ja. Ich würde gern die Politiker sehen, ja, die ihre eigenen Kinder, ja, nach Afghanistan, egal wo wir sind im Moment, ja, dann hinschicken, ja, und die dann psychisch und physisch kaputt zurückkommen. Ja, es kann nicht sein, dass wir jetzt dann neue Panzerabwehrraketen und Panzer kaufen, ja. Was hat der kleine Mann davon von uns? Nix. Das sind alles. Wo geht das ganze Geld hin? An die Großaktionäre. Ja? Und die in die Waffenproduktion, ja, irgendwelche Firmen, Krupp und weiß Gott was, da Geld investieren, die sollten sich eigentlich schämen, ja? Dass sie an dem Leid, ja, das sie auf diese Welt bringen, partizipieren. So. Ja? Das kann auch nicht sein, dass 10% der Deutschen 60% des Vermögens gehört. Ja? Das ist. Das will mir nicht in den Kopf. Ja. Was wollt ihr mit eurem vielen Geld? Ja, es kann nicht sein, dass die Konzerne immer mehr Gewinne machen. Ja, wenn ein Konzern zum Beispiel 10% mehr Gewinn macht, dann sollte er wenigstens seine Mitarbeiter vielleicht auch 10% abgeben. Ja, dann bleiben immer noch 90% für die Aktionäre übrig. Das wäre gerecht, ja. Dann würden alle davon profitieren. Ja, es kann nicht sein, dass wir als Deutschland einer der größten Waffenexporteure sind. Ja. Wie können wir uns über unseren Wohlstand hier freuen, ja, wenn wir irgendwo anders Leute umgebracht werden? Ja. Ja, es kann nicht sein, dass diesen reichen Menschen die Verantwortung nicht bewusst ist. Ja, mit Geld und Macht kommt auch Verantwortung. Ja, ich würde die Menschen würde ich gern mal in Hospiz mitnehmen. Ja, ich würde die gern mal in eine Entzugsklinik mitnehmen oder zur Bahnhofsmission oder ins Flüchtlingsheim. Ja, ihnen zeigen, was sie mit ihrem Geld Gutes machen könnten. Ja, aber ich glaube, das wird ein Wunsch bleiben. Ja, aber, und das ist auch eine Nachricht, ja, ich weiß, ihr hört die nur, ja, aber es ist eine Nachricht an die Reichen, ja, und auch an die Kinder der Reichen. Ja. Ihr werdet genauso sterben, wie ihr auf die Welt gekommen seid. Und das ist nackt. Ja. Ihr könnt nichts mitnehmen. So. Es kann nicht sein, dass in den Medien seit Jahren nur noch Anti-Islam-Berichte laufen. Ja? Ja, wen wundert es, dass es zu einer islamfeindlichen Bewegung kommt? Ist doch ganz klar. Ja? Das Ganze hat 2001 hat es angefangen. Ja? Diese neue Generation, die nur mit Anti-Muslimen-Scheiße aufwächst, ja, ist doch ganz klar, dass die im Kopf eingebrannt kriegen, ja, Muslime, ja, Feindbild, bla bla bla. Ja? Und in den letzten Jahren, ja, wo wurde mal die Verständigung zwischen den Völkern gelebt, ja? Ihr spaltet und spaltet, aber vergesst, ja, ihr vergesst, wenn ihr erntet, was ihr seht. Und darum bitte ich euch, hört auf mit der Spalterei. Ja, wir sind alle Menschen, wir haben alle rotes Blut und wir haben alle einen Vater und eine Mutter. Ja? Und besonders wir Deutschen, ja, wir sollten eigentlich bei dem Thema Hetze gegen eine Religionsgemeinschaft sehr sensibel sein. Ja, wir haben, oder unsere Omas, ja, haben eigentlich schon das erlebt, also Omas, Opas, ja, haben das erlebt, ja, wie das langsam aufkocht. Aber diese Zeugen, ja, die versterben halt langsam. Ja, es kann nicht sein, dass wir uns heutzutage nicht mehr mit dem Thema Tod auseinandersetzen. Ja, das ist das Einzige, was ich, ja, mit hundertprozentiger Sicherheit weiß, ja, wir werden irgendwann sterben, aber dieses Thema wird bei uns eigentlich totgeschwiegen.
Es kann nicht sein, dass wir zu unmündigen Bürgern, ja, die dem System treu folgen, erziehen lassen. Ja? Das hätten wir schon mal. Ja? Blind den Politikern zu vertrauen, ist ein Fehler. Es kann nicht sein, dass eine Regierung ihre Bürger permanent überwacht. Ja? So, sowas nennt man Überwachungsstaat. Ja? Also ohne Scheiß. Ja? Also Hitler und die Stasi, die hätten sich heutzutage über Facebook gefreut. Ja? Die hätten ihre ganzen Akten vernichten können. Ja? So, es kann nicht sein, ja, das betrifft mich jetzt auch persönlich, hatte ich jetzt die Woche Erfahrung, ja, dass man in Facebook sich plötzlich mit Klarnamen anmelden muss. Ja, ohne Scheiß. Ja, die haben mir jetzt mein Profil gesperrt, ja, und haben gesagt, hier Ausweis einreichen. Ja, also das ist doch, also ich sehe das als eindeutiges Zeichen in Richtung Überwachungsstaat. Ja, es kann nicht sein, dass ein Mensch ein Leben lang hart arbeitet, um dann Flaschen zu sammeln. Hier ist auch schon vorhin wieder ein Flaschensammler vorbeigekommen. Ja, also fällt euch Politiker nicht auf, ja, dass immer mehr Armut in der Bevölkerung entsteht? Ja, es kann nicht sein, dass wir bis 67 arbeiten müssen. Ja. Wie soll das ein Bauarbeiter, ein Krankenpfleger, Dachdecker, Busfahrer, Verkäuferin oder auch die Herren von der Polizei, ja, mit 67 noch, ich weiß nicht, wann die in Rente gehen, ja, aber wie will ich mit 67 noch arbeiten, also in den Berufen? So, es kann nicht sein, dass wir uns Wasser, Früchte, Gemüse patentieren lassen. Ja? Das geht Richtung Monsanto. Ja? Wer gibt euch das Recht dazu? Ja? Es kann nicht sein, dass wir immer mehr Fleisch essen. Ja? Vorhin habe ich Veganer oder, gesehen. Ja? Und ja, das, also ich bin auch persönliche Meinung, ich bin für so einen Fleischführerschein. Ja? Das heißt, also jeder, der mal irgendwie jetzt ein Schwein essen sollte, der sollte auch mindestens mal einen selber geschlachtet haben. Also geschlachtet haben, ja. So, es kann nicht sein, dass nur noch im Fernsehen Schrott läuft. Ja. Da grüße ich ganz besonders diese Millionärsfamilie, ja, die da immer läuft. Und wie gesagt, ich spreche da nicht mit euch, weil euch ist das bewusst. Ja. Ich spreche mit den Leuten, die da hier vorbeilaufen. Ja. Was verändert diese Sendung, ja, zum Positiven an der Welt? Überhaupt nichts. Ja, es kann nicht sein, dass im Fernsehen kein Bildungsfernsehen mehr läuft, sondern nur noch Verblödungsfernsehen. So, ich bin gleich fertig, Leute. Geduld. Es kann nicht sein, dass wir in Deutschland nur noch ein Kind so im Durchschnitt bekommen. Ja? Also, ich meine, überlegt die Politik da im Moment nichts. Ja? Wo soll das langfristig hinführen? Ein Kind, ja, das im Endeffekt schrumpft die Bevölkerung und dann sprechen sie ja von Einwanderungspolitik, um das wieder auszugleichen. Aber das Übel an der Wurzel zu bekämpfen, ja, dass man sagt, okay, wir machen hier irgendwie Erziehungsurlaub, erhöhen das Kindergeld, ja, das kommt nicht. Ja, es kann auch nicht sein, dass ich morgens, wenn ich zur Arbeit fahre, ja, im Bus sitze und die nächste Generation von 8- bis 12-Jährigen sitzen hier nur noch am Handy, ja, und schauen sich irgendwelche Pornos an, Leute. Ja, also im Schulbus, ja, auf dem Weg zur Schule. Ja, und was glaubt ihr, wohin sich diese Jugend entwickeln wird? Welche Werte werden sie von Liebe und an die nächste Generation weitergeben? Es kann nicht sein, dass unsere Werte immer mehr verfallen und wir immer abgestumpfter werden. Wo sind unsere Werte? Ja, wo wird Philosophie, Ethik, Nächstenliebe in der Gesellschaft vermittelt? Ja, also wir sind das Land, also zu uns sagt man immer Land der Dichter und Denker. Ja, also die Deutschen sind das Land der Dichter und Denker. Wo sind unsere Dichter und Denker im Moment? Wo sind sie? Sehr gut. Okay. Also Anwesende ausgeschlossen. Ja. So. Jetzt habt ihr viel von mir gehört, es kann nicht sein. Ja, und ich hab diese Rede vorher einem Freund von mir gezeigt und dann hat er gesagt, Alex, wie willst du was verändern? Die da oben hören uns sowieso nicht. Ja, also ich habe einen Vorschlag, ich habe mir Gedanken gemacht und das Lustige war, die Gedanken, vorhin war dieser Kollege hier von Free21 da, der hatte schon so ein bisschen die ähnliche Idee. Und zwar werde ich jetzt Folgendes machen. Ja? Also ich werde das, was ich jetzt hier aufgeschrieben habe, mir, es kann nicht sein. Und ja, ich weiß nicht, vielleicht können wir es irgendwie reinstellen. Ich werde also diesen Brief, ja, handschriftlich schreiben, das hat er auch vorhin gesagt, und werde diesen Brief an 5 Leute schicken, die mir besonders gefallen. Also
die meines Erachtens besondere Werte vermitteln und für mich tolle Persönlichkeiten in der heutigen Gesellschaft sind. Ja, also ich persönlich finde den Professor Dr. Harald Lesch ganz cool. Ja, Helmut Schmidt sowieso, aber der ist schon wieder ein Level zu hoch. Ja, und also was will ich machen? Ich würde gerne jetzt nicht die Oberen anschreiben, sondern einfach Leute anschreiben, die eine Stufe, ja, wie soll ich sagen, in der Gesellschaft eine Stufe höher stehen. Ja, die Dichter und Denker anschreiben. Ja. Und diesen Menschen möchte ich halt diesen Brief zukommen lassen mit der Bitte, ja, dass sie sich auch, also Sachen, die vielleicht hier, mit denen sie nicht übereinstimmen, ja, den Brief ergänzen, Sachen rausstreichen und dann auch wieder 5 Leuten schreiben, ja, die sie bewundern und die sie anerkennen, ja, um ihnen einfach zu sagen, Leute, irgendwas läuft hier falsch in der Gesellschaft. Ja. So, ich bin jetzt am Ende der Rede und habe mir einige Punkte von der Seele gesprochen. Ja. Schön, dass ihr zugehört habt. Zum Abschluss würde ich, ich weiß nicht, vielleicht habt ihr mich vorhin auf der Demo mitlaufen sehen, einen Satz, ja, wenn denn jeder nur beherzigen würde, ja, dann hätten wir kein Unglück mehr hier und keinen Mord und nichts mehr auf der Welt. Ja. Und zwar dieser wichtige Satz ist, liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Ja. Liebe deinen Nächsten wie dich selbst. Und wenn das jeder praktizieren würde, ja, dann könnten sich Barack Obama und Putin treffen, ja, die würden sich um die Hände um den Hals fallen, ja, sich irgendwie ein Küsschen geben und dann wäre die Sache wieder gegessen, ja. Und jetzt verabschiede ich mich, ja. Friede sei mit euch. Assalamu alaikum, Shalom und be with you. Ja, vielen Dank, Alexander. So, wir haben hier noch einen kleinen Zwischenruf. Und dann machen wir gleich mit ein paar heißen Beats weiter. Okay, hallo. Guten Tag zusammen. Ich heiße Rudolf und bin Familienvater, komme hier aus Düsseldorf. Wir sind heute hier für den Frieden. Das ist sehr wichtig. Leider ist sehr viel Unfrieden in der Welt, worunter vor allem Kinder leiden. Wie sieht die Situation hier in Deutschland und konkret in NRW, wir stehen hier vor dem Landtag und in Düsseldorf aus? Mein Fazit, der Familienfrieden ist akut gefährdet. Staatlich verordnete Armut. Sehr, sehr viele Kinder leben unter der Armutsgrenze seit Jahren, Jahrzehnten. Kritisiert bis heute, nichts passiert. Die Diskussion über Alternativen, zum Beispiel dem bedingungslosen Grundeinkommen, wird kaum geführt. Aus der staatlich verordneten Armut kommt es zum staatlich verordneten Kinderklau. Hartz-IV-Empfänger, der willkürlich sanktioniert ist, kann sich nicht mehr adäquat um seine Kinder kümmern, also werden sie vom Jugendamt herausgenommen. Schon sind die Kinder weg, geklaut. Es gibt noch andere Arten des Kinderklaus. Deutschland ist vom Europäischen Gerichtshof wegen Menschenrechtsverletzungen zu Strafzahlungen wegen der schlechten Arbeit der Jugendämter bestraft worden. Dazu gehe ich auf die Straße und informiere euch. Weitere Infos gibt es auf Facebook Guardian Angel International. Deutschland ist drittgrößter Waffenexporteur der Welt. Düsseldorf ist Sitz von Rheinmetall. Oft kämpfen die Kriegsparteien mit deutschen Waffen und erhalten ständig Nachschub an Munition. Tod, Verstümmelung, zerbrochene Herzen. Opfer, viele Kinder. Wir befinden uns in einem Wirtschaftssystem, das die Interessen der Bankenlobby und der Wirtschaftseliten fördert, also Gewinnmaximierung, anstatt am Gemeinwohl orientiertes Wirtschaften. Hungertod, Unterernährung, Ausgrenzung vom öffentlichen und kulturellen Leben, Bildungsnotstand. Steht auf gegen Unrecht, für Menschenrechte und geht euren Weg. So, ja, vielen Dank. So, jetzt würde ich sagen, noch eine kleine Rede oder Musik? Was soll der? Egal? Die hören gar nicht zu, ne? Hallo, hallo, hallo. Ich bin so lieb und froh. Hallo! Ja, Werner, es ist Musik! So, der Lars Funkländer, der legt uns jetzt hier einen heißen Friedensbeat auf. Wir haben ja im Angesicht der Anwohner, die sich hier schon permanent über diesen Friedenskrach beschweren.
haben wir schon mal ein bisschen runtergedreht, damit die Kollegen von der Polizei hier nicht gleich auch noch irgendwas unternehmen müssen. Auch nochmal vielen Dank von uns hier an die Polizei für die gute Betreuung heute. Wir machen ein bisschen leiser, wie besprochen. Ich würde aber alle bitten, dass ihr einfach ein bisschen näher kommt, damit wir nicht so schreien müssen. Kommt doch bitte ein bisschen näher hier. Hey, für den Frieden!